Sag mal, wer seid ihr eigentlich? Was arbeitet ihr eigentlich? Diese Fragen können in der Regel nur 4 Leute beantworten, und zwar jeweils ihr und die 3 Profiler. Jetzt geht's los. Da sind wir wieder hier bei den Profilern. Lange ist es her. Nun sind wir wieder versammelt, um euch da draußen zu analysieren. Der Sinn des Spiels ist, wir sehen nur ein Foto von euch und können erraten, wie ihr heißt, was ihr macht und was ihr so geil findet und so weiter. Und wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich die 3 besten Profiler dieses Landes. Einmal Andreas Links. Hallo, grüß Gott. Hallo, Andreas. Und natürlich der absolute haushohe Favorit hier in diesem Spiel, Marc Lehmann. Ich weiß nicht, ob ich diesem Titel noch gerecht werde. Es war ja doch sehr ausgeglichen zuletzt. Zumal, glaube ich, letztes Mal hat nicht Andreas sogar gewonnen? Ja, so war es. Es war ein Riesending, dass ich gewonnen habe, Herrgott. Hm. Habt ihr Bock auf heute? Schon, ja. Ich hab richtig Lust. Ich finde auch, das ist schon so, es gibt so Shows, wo man sagt, oh Mann, jetzt muss ich da hin. Ja, das ist für mich die Profiler. Und dann muss ich es moderieren. Und dann gibt es so Shows, das ist eigentlich gar nicht showmäßig, sondern das ist einfach wirklich Abhängung, hobbymäßig. Mit Freunden. Mit Freunden. Andere gehen irgendwie Tatort gucken Sonntagabend. Wir machen zusammen Profiler. Ja, heute ist ja auch Freitag. Ja. Ja. Da kommt die Profiler. Das wisst ihr heute auch mal wieder live. Das heißt, die ganzen Eskapaden, die wir uns zwischendurch leisten, die können nicht rausgeschnitten werden. Es gibt zum Schluss auch wieder eine Ekelprüfung oder was auch immer. Schmerzprüfung. Ja, das ist ja irgendwie komplett außer Rand und Band inzwischen, ne? Ist es, ne? Was da glaubt ihr, jeweils eine Schätzung? Was kommt heute? Ich glaube, dass heute nicht alle die Sendung überleben werden. Ne? Ja. Ich habe das Gefühl, dass heute Nacktschnecken gegessen werden. Okay. Das war schon das richtige Signal. So, komm jetzt, wir haben noch eine Viertelstunde, um die Leute davon abzuhalten, rüberzuschalten zu Let's Dance. Da sollten wir doch Gas geben, oder? Na gut, also wie Let's Dance funktioniert, weiß ja ein jedes Kind. Aber wie funktioniert eigentlich die Profiler? Wir hören mal rein. In der Show Die Profiler müsst ihr in 3 Spielrunden verschiedene Informationen über die Kandidaten herausfinden. In der ersten Runde geht es um den Namen der Person auf dem Foto. Jeder darf einmal raten, die Striche zeigen euch an, wie viele Buchstaben es sind. Zusätzlich gibt es einen Hinweis, der euch der richtigen Antwort näher bringen soll. Weil das wohl am schwierigsten ist, gibt's für die richtige Antwort satte 5 Punkte. In der zweiten Runde gilt es, den richtigen Beruf zu erraten. Um es euch etwas zu erleichtern, bekommt ihr auch hier nach und nach 2 Hinweise. Diese können ein typisches Geräusch sein, die Branche beschreiben oder den Alltag des Kandidaten. Kommt ihr auf den richtigen Beruf, erhaltet ihr 2 Punkte. Das Thermometer sagt euch nach jeder Antwort, wie nah ihr an der richtigen Lösung seid. Kalt bedeutet weit weg, heiß nah dran, kennt man. In der dritten Runde geht es um 3 Dinge. Je nach Fragestellung müsst ihr erraten, welche 3 Dinge auf die Kandidaten zutreffen. Zum Beispiel, was sie gerne im Fernsehen gucken, was sie mit auf eine einsame Insel nehmen würden oder immer im Kühlschrank haben. Pro richtige Antwort gibt's hier 1 Punkt. Das sind die Regeln des ersten Teils. Der Rest ergibt sich beim Spielen. Viel Spaß mit Kandidat 1. Alles klar, wir freuen uns natürlich alle wahnsinnig auf unseren ersten Kandidaten oder unsere erste Kandidatin. Und dann legen wir doch einfach mal los. Round 1. Wie sieht er aus? Wie sieht sie aus? Oh, geiler Typ, ey. Geht eigentlich jetzt hier ab. Holy shit. So fühlt sich also Erregung an. Geil. Also, wir haben hier einen jungen Mann mit mittleren Alters. Ab wann ist man mittleren Alters? Naja, wir werden das alles noch herausfinden. Ab 1540 ist man im mittleren Alter. Ah, geil. Wegen Mittelalter meinst du, ne? Okay, let's go. Hier steht, Andreas beginnt, also beginn. Oh, das wird eine kurze Runde, Jungs. Jungs, das wird eine kurze Runde. Weißt du es auch? Ja. Ich auch. Shit, oh. Aber es gibt nur einen Namen, der mir einfällt. Es gibt nur einen Gewinner. Und dieser junge Mann heißt Hannes. Nein. Mm-mm. Schade. Nee, stimmt nicht. Wie, man kann daneben liegen hier? Ja. Ja. Der, also von seinen, sein Bandkollegen und so wird er Tommy genannt, aber es, klassisch heißt er natürlich Thomas, klar. Thomas? Ist Thomas. Auch nicht. Gott sei Dank. Dann bin ich verwundert. Nee.
Völlig unsinnig, was ihr bisher so geschätzt habt und geraten habt, aber das sei euch verziehen. Wir haben einen in der Firma, der sieht recht ähnlich aus und wie wir wissen, ist das genauso das Schema, das immer funktioniert. Leute, die ähnlich aussehen, heißen auch gleich, das ist der gute Martin! Okay, das stimmt schon mal nicht. Erste Runde ist vorbei, wir bekommen einen Hinweis zu diesem Namen. Ein sehr bekannter britischer Sänger hat diesem Namen einen Song gewidmet. Rückwärts klingt der so, also der Song wahrscheinlich. Er ist natürlich mal klar im Vorteil hier, das Musikgenie. Und ihr glaubt wirklich, ihr könnt den Algorithmus austricksen oder was, dass wir jetzt keinen GEMA-Claim bekommen? Aber bitteschön, Andreas. Nee, Marc beginnt. Oh nee. Doch. Puh. Britisch. Ein Song über einen Namen. Also der Song kann ja jetzt nicht super bekannt sein, oder? Das wäre Johanna zu viel Risiko gewesen. Ja, ja. Das ist sofort. Also der Song... Was war nochmal der Tipp? Da stand doch auf, wo der herkommt, der Sänger, oder? Was? Britisch. Britisch, ne? Ja. Das ist Großbritannien. Ach so, okay. Ein sehr bekannter britischer Sänger. Wahnsinnig bekannt. Wen gibt's denn da? Das könnte... Boah, fuck, das könnte eigentlich sein. Es kann natürlich sein, dass der Titel des Songs gar nicht unbedingt der Name ist, aber dass er... Ist völlig richtig, ja. Hm. Verschieden. Doch, höre ich gerade, als Tipp für euch. Ja. Halt, dann erklär's mir. Für alle. Der Titel ist tatsächlich auch der Name. Also der Sänger ist sehr bekannt, aber da war es sicherlich keine Hitsingle. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre Wie, der Titel ist der Name? Ja, klar. Also das hätte ja auch sein so können, dass der Song wurde gewidmet dem Namen, was? Aber es das heißt jetzt nicht über, dass der Titel auch so heißt. Verstehst du das nicht? Nee, oder was? Soll ich das nochmal erklären? Oder was? Ihr seid zu blöd. So blöd konnte ich gar nicht denken, wie ihr denkt. Na, dann schätzt doch mal. Wir sind live, das kann nicht rausgeschnitten werden, die ganze Scheiße. Ja, ich weiß, okay, shit. Ich sag Oliver, your family that is oh, Scheiße! I get a passion, but it's true, relax. Boom, for see. Oi, oi, oi. Ja, hätte ich mir richtig blöd. Nee. Ich schätze, dass das ein Song ist aus der Library von Elton John. Ja. Und sorry, ich der Typ? Muss kurz Disclaimer, ich bin ein fairer Typ, ihr wisst es. Ich habe gerade die Regie offen und ich habe gehört, dass Johanna Lauthals stimmt gesagt hat. Also es ist tatsächlich von Elton John. Okay. Aber mehr habe ich natürlich auch nicht gehört. Und Elton John hat natürlich den wunderbaren Song geschrieben. Steven, just listen to me. Nee, das ist Gene von Falco. Steven. Elton John. Große Bibliothek. Ah. Elton John. Elton Johns Katalog ist mir natürlich ein Begriff. Also, der spielt ja oft mit Namen. Diana. Yes. Du geile Sau! Also, kam nie kam überhaupt nicht Song, vor. Ich war bei Dirty Diana gerade. sorry seems to be the hardest word. Yeah. Steven seems to be the hardest word. Was hat er denn noch? Was hat denn so ein Elton John noch? Vielleicht oh, mein Stuhl, ich habe runtergefahren, während es, da flippen sie schon wieder aus. Kann ich bis hier hören? So ist natürlich richtig. Ja, ja. Ich hatte wieder diesen Gag hier und dadurch, weil ich verschaffe dir nur Zeit zum Nachdenken. Mhm. So ist natürlich, gut. Warte, so ist gut, ne? Ja. Weil jetzt ist die Wartezeit unterhaltsam geworden. Ja, ne? Ja, genau. So, ja, genau. Ja. Alles klar. Ja. So, jetzt muss es dann auch kommen. Hand mit Daumen hoch, oder? Kommt drauf an. Ja. Ach was? Ich fühle das nicht. Ich überlege gerade, ne, wirklich gesungen. Und denke natürlich in vielen Silben, die man gut singen kann. Mhm. Und wie Oliver. Mhm. Oder Steven. Oder Mark. Nee. Ich glaube aber, dass es sich hierbei um den guten alten Anthony handelt. Anthony. Es wäre schön zu singen, ja. Das stimmt. Anthony ohne H. Riskant. Ohne H? Ja, klar. Ja, wird auch. Ja, gibt's schon Anthony. Oh, ihr seid euch immer einig. Ja, gut, wir kennen halt viele Anthony. Das war schon, ne? Scheiße. Das war's. Kann ja, von uns Leute, wahnsinnig viele Punkte ergattern. Dann können. Viel Spaß bei Let's Dance, Leute. Ich kann's nachvollziehen. Jetzt hört doch mal auf, die Leute immer rüber zu locken. Nein, überhaupt nicht. Niemand guckt das hier live.
Also, stimmt, dann ja. Wollen wir doch mal schauen. Was wäre denn die richtige Antwort gewesen? Daniel? Das hätte ich nicht gedacht. Daniel? Und jetzt bekommen wir natürlich noch die Auflösung. Es ist der Song. Yeah. Daniel, offensichtlich. Ja. Wie geht der? Johanna, sing mal vor hier über die Lautsprecher. Doch, als würdest du so gut singen können, dass es dann die GEMA erkennt. Ja, nee, das geht nicht. Singen. Daniel. Und hier jedes Mal so eine Mut. Sie sagen eiskalt nein, ey. Macht uns hier so eine Scheiße. Oh Gott. Jetzt aber sing! Ist das ein Single wirklich von ihm gewesen oder so eine B-Seite? Daniel? Daniel! Okay, wir sind nicht drauf gekommen, das heißt, es gab keine Punkte. Es steht nach wie vor 0-0. Kommen wir zur Runde 2. Yes! Daniel. In der zweiten Runde wollen wir wissen, was der gute Daniel denn beruflich macht. Wir bekommen dazu noch ein weiteres Foto zu sehen mit einer kleinen Kitty. Kitty. Und ich werde nun erstmal noch einen Hinweis bekommen, glaube ich. So einen kleinen zumindest. Und der lautet: Daniels Beruf, sollte man keine Allergie gegen den Stoff CA Schalke 04 haben. Ich beginne. CAS04 oder SO4. Ist das irgendeine eine Chemikalie? Kalium Sul. Nee. Was könnte das denn sein? Kalium. Nee, CA ist gar. Calcium? Das ist bekannt. Ja, ich glaube, der Mann ist. Der Mann ist Milchbauer. Also Bauer. Bauer. Landwirt. Landwirt. Gar nicht. Null. Nee. Überhaupt aber nicht. Fand ich nicht schlecht. Ah, ja, ja. Fand ich nicht schlecht. Das ist irgendwas mit Milch. Tja, ist das denn. Boah, traurig mal wieder, dass man das nicht weiß, ne? Irgendwas Schwefeloxid, Kalium-Schwefeloxid, Carbon-Schwefeloxid, Sauerstoff-Perloxid. Klang erstmal gut, ne? War ja noch gar nichts dabei. Nee. Überhaupt nicht. Wirklich. Aber der Mann hat sehr viele Pflanzen, auch im Hintergrund. Aber nur gerahmt auf dem Foto. Er mag Katzen, also könnte es kein Tier. Ah, shit, ich weiß es. Allergie sein. Fuck, echt? Ja. Natürlich nicht, aber also, fuck, ich weiß es. Er hat Kräuter, also würde ich dann Herbarium bei ihm auch auf der Terrasse vermuten. Er hat einen Kalender, er ist also jemand, der sich immer noch mal vielleicht Termine geben lässt und sich auf CAS04-Allergie testen lässt und das deswegen im Kalender hat. Das ist jemand, der anpackt, ja, der kann mal zugreifen, der ist auch Roadie, der ist Tätowierer. Ohne Tattoos? Ah ja, stimmt. Wer weiß? Nur am Schwanz. Okay, schon ein bisschen besser. Marc? Ist denn das, darf man so weit fragen, ist das auch eine verbreitete Allergie? Kann du darfst überhaupt gar keine Frage stellen. Nee. So, wenn man das so Fragen stellen. Also darfst du machen, aber das können dir nur wir beantworten. Oder ob er jetzt irgendwie Teppichknüpfer ist und man darf keine Allergie gegen die sowieso was haben, weiß was man aber nicht. Eh keiner hat. Weiß ne? Das man ist nicht. Natürlich jetzt die Frage. Weiß man Kalzium. Scheiße, danach beginnt auch noch Andreas. Ich bin lange nicht mehr dran. Scheiße, Kalk. Dabei weiß ich es ja schon längst. Du hast deine Pause heute. Das ist offensichtlich. Ich kann mich nochmal verstecken. CA. Für alle Live-Zuschauer, später spielen wir noch eine Runde. Wo sind denn alle? Ja, wir sind hier im Set. Das ist die Lösung. Wir bleiben auch hier. Ist schwierig. So, ist, komm. Ja, ist eine schwierige Nummer. Ja. Der ist, ach nee, das wäre zu nah dran, das hätte mehr Punkte gegeben. Scheiße. Na? Der ist, der scheiße. Der ist Lehrer. Es ist Kreide. Lehrer ist der. Ja, natürlich. Ich hab die ganze Zeit. Scheiße! Yes!
Im letzten Moment. Ich hab die ganze Zeit sowas vor Augen gehabt, aber dachte immer Richtung Kalk oder so, Magnesium vom Dingens. Aber ich dachte irgendwas Staubendes. Ja, natürlich ist es scheiße leer. Das ist aber natürlich Kreide. Das war leider ein bisschen zu spät. Gut, Glückwunsch an Marc. Alter, in letzter Sekunde kamst du echt noch rein. Du lässt dir aber auch immer gut Zeit, muss man echt mal. Nein, alles gut, du kriegst deine scheiß Punkte. Wie viel sind's? 2 Punkte. Es sind nur noch 2 Punkte heutzutage. Scheiße. Aber heutzutage als Lehrer hast du doch nicht mehr Kreis. Hast du nicht mehr in der Hand. Da bist du schon an einer schlechten Schule. Diese E-Boards und so, ne? Ja. Oder zumindest ein Whiteboard. So. Na. Overhead-Projektor, sowas. Schon auch mit Allergie. Okay. Andreas, bei dir ging wieder gar nichts. Tätowierer, wie fandst du deine Schätzung? Ihr seid halt beide mit Lehrkräften verheiratet. Also ich verstehe mal wieder die Redaktion Null an der Stelle. Ich kenne die Schule gar nicht. War nie auf einer Schule. Dafür warst du mit Elton John verheiratet. Da hättest du ja auch mal drauf kommen können. Hm. So nämlich. Und jetzt wollen wir natürlich erstmal hören vom guten Daniel, dem Lehrer. Ja. Ob er wirklich Lehrer ist. Hi, ich bin Daniel, 33 Jahre alt, komme aus Wasbeck und ich bin von Beruf Lehrer für Englisch und Philosophie. Anders als man vom Look her vielleicht denken würde, bin ich aber doch etwas strenger im Klassenzimmer. Geil. Ich wohne hier zusammen mit meinen 2 Katzen. Und spiele Gitarre in einer Band. Ey, ich würde das ja so feiern, wenn er uns jetzt anzeigen würde, wann wir seine Musik gespielt haben. Oder? Schön GEMA-Strike. Okay, alles klar, das ist Daniel. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn als nicht streng eingeschätzt hätte. Nö, ich hätte auch gedacht, das ist ein Typ, der kann. Ja. Ist nicht so eine Lehrkraft, die man mag. Nee, der reinkommt. Er denkt, dass er von allen gemocht wird, weil er lange Haare hat und so irgendwie cool ist. Zwei Katzen zu Hause. Ja. Die Leute tuscheln. Ja. In Wasberg. Ich hätte Angst, dass der ist doch so ein Lehrer, der schmeißt seine E-Gitarre hinter den auf die Schüler. Gut, kommen wir zur Runde 3. Ach, Mann. In der 3. Runde, da geht es, wir erinnern uns dran, an 3 Dinge. Oft sind es Hobbys oder irgendwie irgendwas anderes Kreatives, was sich unsere Redaktion ausgedacht hat. Und diesmal geht es um Folgendes. Wir wollen wissen bei Daniel, diese 3 Dinge sollen wir herausfinden. Welche 3 Dinge macht Daniel immer auf einer langen Zugfahrt? Das ist die Frage momentan, die im Raum steht. Und beantworten wird erstmal Marc. Well, my first guess is he's listening to some... Ja, Musik wird so einfach. Ich sag mal Podcast. Bisschen Podcast hören. Podcast hören. Schauen wir mal. Ist das dabei? Ach nee. Nee, erstmal sammeln. Wir sammeln erstmal. Welche Show war das noch gleich? Mhm. Aha. Ich sage. Songs schreiben. Mhm. Schauen wir mal. Ich meine nur, wie es da aussieht in der Garten. Ja. Jetzt Andreas, genau, als nächstes. Zügig, genau. Das ist so eine Runde, wo wir ganz zügig, genau. Ja, ihr habt die wesentlichen Sachen, ne? Ich mache jetzt Musik hören da draus. Tut mir leid. Gut. Tag. Ja. dann sag ich noch anhand dieser Bilder, ich glaube, der, und hier, da hier Tätowierung und so, ich glaube, der ist auch künstlerisch unterwegs, der zeichnet, glaube ich, auch. Mal. Stark. Er zeichnet. Das macht er wirklich. Ja. Hat man ja gesehen. Macht er, ne? Ja, das macht. Marc, du bist ein Guter. Ja. Du bist kein Schlechter. Also wenn jetzt malen, das würde ja wohl auch gelten, ne? Also malen, zeichnen, da streiten. Ich sage, das ist zwar ein strenger Lehrer, aber dafür auch ein sehr engagierter Lehrer, deswegen wird er den Unterricht vorbereiten. Mhm. Also arbeiten ist natürlich breit jetzt gefasst, aber... Scheiße. Vergessen, was ich sagen würde. Das macht nichts, du hast noch 5 Sekunden. Warte mal, hä? Scheiße, ich hab's wirklich vergessen. Der wird auf jeden Fall. Na, kommt Gott, da. Gott, was macht der denn im Zug? Kommt da was Cooles? Kreuzworträtsel lösen. Wird er nicht, mir ist es entfallen. Doch. Ja? Ja. Der ist natürlich Philosoph, der ist belesen, der liest. Ganz klassisch. Der liest Bücher, liest, lesen. Er liest, finde ich auch stark. Kannst du jetzt aber nicht auch nehmen. Würde ich aber auch gerne nehmen. Nein,
Kannst du nicht aufnehmen. Dann sage ich, ich glaube, dass der Daniel durchaus auch noch mal, sonst wäre er ja hier nicht beim Sender, eine andere Ader hat. Und das ist Zocken auf... Zocken reicht ja. Zocken. Mm. Hat vielleicht so seinen Laptop dabei, er macht da so ein bisschen LOL. Mm. Ah, beim WLAN, bei der Bahn. Oh, auf der Switch, ne? Switch, ne? Kann man sich das nicht runterladen auch, LOL, einmal komplett? Jetzt ja, ja, auf. Neue Staffel ist gerade raus. Stark. Okay. Ja, Serien gucken. Ja Gott, uninspirierte Runde. Sorry für die Zuschauer an der Stelle. Und jetzt die Samba von Ekaterina Leonova. Ja. Das war wieder so eine Let's Dance-Anspielung. Ich dachte, ich ziehe das mit dem roten Faden. Was, niemand hier nicht? Sehe ich aus wie Colin Gabriel? Mein Gott, ich hatte sie auf dem Second Screen an. Second Screen. Oh, gut. Gottes Willen, ey. Dein Podcast. Wo kann man den runterladen? Das ist eine tolle Let's Dance. Wir sprechen doch nicht über Let's Dance in unserem Podcast. Aber es ist doch kein Trash, Frau. Es ist Kultur. Also. Gut, also, wir lesen nochmal vor. Ich habe geschrieben, ich habe gesagt, Songs schreiben, Unterricht und Zocken. Musik hören, Kreuzworträtsel, Serien gucken. Podcast hören, zeichnen und lesen. Wenn es Kreuzworträtsel jetzt dabei ist, ja, muss ich mich aufrichtig entschuldigen. Ich wollte Comics nehmen, das hatte ich vergessen, aber dann dachte ich, Comics lesen, hast ja schon lesen. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall einiges an Fallhöhe haben wir aufgebaut, weil wir so wahnsinnig arrogant gerade waren, Marc. Und jetzt hören wir einfach mal rein, was der gute Daniel denn so auf langen Bahnfahrten macht. Drei Dinge, die ich typischerweise auf einer Zugfahrt mache, sind zum einen Bier trinken, denn im Zug bin ich meistens in den Urlaub unterwegs und dann darf man das ja wohl mal. Schlafen, natürlich. Oh Gott. Und ausgeschlafen und leicht angetrunken schreibe ich gerne Songs für meine Band. Fucking way! Ach, yes! Scheiße! Bester Mann! Cooler Lehrer! Bester Lehrer! Ich mochte dieses passiv-aggressive, da darf man das ja wohl mal mit dem ja. Bier hinterher. Ehrlich gesagt, ich wollte saufen sagen, weil er natürlich so aussieht, als wäre er komplett besoffen in der Bahn. Aber dann dachte ich, naja, er ist ja Lehrer und er weiß ja, dass Schüler eventuell zuschauen. Und dann sagt man das ja nicht, aber er hat es gut verpackt. Ja. Was ist denn, Andreas? Oh, mein Profiler, Max. Jetzt, ja, ich bin jetzt wieder an diesem Punkt, wo ich denke, was mache ich eigentlich nochmal an dieser Show? Ja, gar nichts. Okay. Ah, scheiße, aber Songs schreiben, super. Also wenn ihr dachtet, unsere Antworten waren uninspiriert, boy, hat der Typ das aufgelöst. Ey, eigentlich wollten wir Werbung machen, aber wir haben eingesehen, das ist viel zu unterhaltsam gerade, um zu pausieren. Deswegen machen wir gleich weiter mit unserer nächsten Kandidatin, unserem nächsten Kandidaten. Bitteschön. Und der Eins, es geht mal wieder um den Namen und das ist sie. Da ist sie. Da ist sie, die gute. 6 Buchstaben. Lars beginnt. Oh, bei Namen. 6 Buchstaben. Anfangen. Ja, weiß ich natürlich. Wir haben hier, glaube ich, Bambi tätowiert. Aber Bambi wird sie nun nicht heißen. Nee. Denn man kann ja nicht 2 Namen haben. Und vielleicht Regina? Der stark, stark. Mag ich. Der eigentliche Name von ihr ist natürlich die Bianca. Fuck, ich hatte es doch gerade noch. Nein, was habe ich ihm? Oh, nee. Och, nee. Oh, ich hasse, dieses Format ja wirklich. Ach, ich hatte schon einen Namen. Bianca. Ich war mir sicher, dass es eine Bianca ist. Ich würde das, glaube ich, auch noch mal probieren. Ja, mach mal. Ha, hört auf. Ja, genau. Mit P, Bianca. ja, obwohl ich habe die Dame noch nie gesehen. Das macht's natürlich schwierig, ne? Da habt ihr eins der 5 Community-Mitglieder gefunden. Ich glaube, das ist Dammit! Das ist die Nadine. Ich dachte, Dammit gilt. Nadine! Nee. Marc? Mir wird ja immer vorgeworfen, ich brauche zu lange. Das ist die Leonie. Hallo, Leonie. Leonie, da ist auch die Regie ganz schnell und sagt, Quatsch ist es natürlich. Ich brauche einen Tipp. Irgend auch einen Tipp. Der Tipp hat den gleichen Namen wie diese Pflanze. Wie sie? Kamille? Kann ich nochmal sehen? Die Buchstabendinger? 6. 6 Buchstaben. Ja. Scheiße. Das war ja keine Kamille, ne? Nee. Gerberau! Können wir die Blume nochmal sehen? Ja, die Blume nochmal. Als ob das helfen würde. Doch. Ja, stimmt, jetzt fällt es mir auf. Ach du, was gibt's denn für Pflanzen, für Blumen?
Sie heißt doch nicht Löwenzahn. Das passt. Grüß im Thema. Grüß sie. Die Cordula. Cordoba, die Schmach von Cordoba. Naja, ich gehe jetzt. Ja. Achso, ich darf ja gar nicht anfangen, wahrscheinlich. Nee. Guck mal eben nach, wer anfängt. Marc beginnt. Wirklich? Nee. Andreas beginnt. Oh nein! Ja, das Ding ist, ich hätte halt auch gedacht, das ist. Mille oder. Scheiße. Weißt du es? Jawohl. Nee. Überhaupt nicht. Man wird ja Monika nicht mit H schreiben können. Aber vielleicht doch. Aber die Pflanze ist ja mit H. Also auch die Mohnblume wäre ja mit H. Ich versuch mal Camilla. Jetzt ganz doof. Ich hab nichts anderes. Ich versuch Camilla. Camilla rein, Camilla? Naja. Falsch. Ich hab absolut keine Ahnung, wie Pflanzen heißt. Aber vielleicht gibt es sowas, was. Ich gehe jetzt eher von der anderen Seite und denk mir, welche Frauennamen könnten auch Pflanzennamen sein? Blumen sein, ja. Ja. Leonie heißt keine Pflanze, das war richtig. Selten. Gibt es eine Pflanze, die zum Beispiel Carmen heißt? Das könnte ich mir vorstellen. Kann ich mir auch vorstellen, ja. Ich gehe auf Carmen. Das ist die Carmen. Nee, war auch super scheiße. Das ist falsch. Ich glaube, wir sind im Bereich der Homöopathie. Nee. Und da gibt es eine Pflanze, die heißt Arnika. Fuck. Das ist die Annika. Fuck. Annika. Annika. Das ist richtig gut. Annika. Boah. Leute. Ja, Vollbild. Jetzt Naja, Annika. Ja, Annika wow. Halt. Ja, komm. Yes! Scheiße, ist gut. Boah. Sehr gut. Alter. Ja. Das war sehr gut. Das war wirklich sehr gut. Es gibt eine Annika als Pflanze? Ja. Das ist die Annika. Ach so. Ah, okay, dann haben sie den Punkt gegeben, weil du hast natürlich Annika gesagt. Nein, er hat Annika gesagt. Annika ja. Heißt sie? Habe ich als Name noch nie in meinem Leben gehört. Ich dachte auch, es wäre dann Annika. Ja, ich habe ja auch Annika dann als zweites gesagt und dann wurde ich gefragt, was ich sagen will und dann bin ich wieder auf die Pflanze gegangen. Also what? Arnika. Arnika. Was ist denn Arnika für eine Pflanze? Das ist, ja, das kann man so... Heilt alles auf der Welt. Ja. Du musst an dieser Pflanze nur lutschen und dann hast du sofort eine Erektion, langes Leben, alles Mögliche. Als Frau? Also ich spreche jetzt wirklich von der Pflanze. Ja. Okay, das war Runde 1. Ich habe Punkte bekommen. Und zwar wie viel? 4. Krass. 4 Punkte. Ohne Tipp, ne? Oder? Nach wie wir hatten die Pflanze. Doch, einen Tipp haben wir bekommen. 4 Punkte, scheiße. Arnika. Was ist das denn für ein Name? Starker Name. Ja, die Eltern werden wahrscheinlich in die Richtung gegangen sein, sowas gut zu finden. Kann man nicht anders sagen. Krass. Gut, dann kommen wir zur Runde 2. Arnika, was hast du denn für einen Beruf oder Studium oder Schullehrgang? Hier sehen wir den nächsten Tipp, also beziehungsweise Das ist doch schon wieder so eine doofe Folge hier heute. Annika hat eine Ausbildung zur Schornsteinfegerin gemacht und wollte früher Detektivin werden. Oh, krass. Ich tippe auf Schornsteinfegerin. Und wir haben Marc, der beginnen wird. Tatsächlich, ja, was ist denn die Frage? Was sie jetzt macht? Ja, was sie beruflich macht. Wie aber ist die Frage? Und das hilft wirklich? Nee, das ist so ein vager Tipp, ne? Weil ja, du kannst dir überlegen, in welche Richtung. Ich habe sofort eine Intuition gehabt, als ich das Bild hier gesehen habe. Und zwar würde ich Annika so nehmen und könnte sie reinstecken in Annika. Boah, nee, Marc. Ja, aber wie soll man das nicht richtig? So. Ich könnte sie so in das Setting setzen, okay, so das Bild nehmen. Also Leute, jetzt beherrsche euch mal. Mhm. Und zwar sehe ich sie in einem Beruf, den ich auch mega cool finde und auch gerne machen würde. Nämlich in der Tischlerei. In anderen Regionen auch Schreinerei genannt oder sowas. Ich weiß nicht warum, aber das sehe ich irgendwie. Und Schornsteinfegerin auch so Handwerk und so. Nee, ganz weit. Das sehen die nicht. Das sehen die anders. Weit weg. Du wärst auch gern Tischler? Ja, voll. Hast du jetzt so einen Jesus-Komplex oder wieder was? Nee, da war Zimmermann, aber das gefällt mir gut. Also. Sie ist. Natürlich soll der Tipp ja schon auch was bringen. Schornsteinfegerin bedeutet, sie ist auf jeden Fall, sie geht einen anderen Weg. Sie geht nicht den Weg, das ist ein klassischer Männerberuf, glaube ich, immer noch, oder Männer dominiert. Ja.
Gibt natürlich viele Schornsteinfegerinnen auch, aber es ist eine Männerdomäne, das heißt, sie geht ihren eigenen Weg. Sie macht ihr eigenes Ding. Wollte früher Detektivin werden, ist natürlich auch so, ich mache mein eigenes Ding. Und dann ist sie aber doch irgendwann, hat sie sich gesagt, nee, ich mache nicht mein eigenes Ding. Ich mache das, was man von mir erwartet. Oder sogar, ich zeig mal meinen Eltern, dass das alles Quatsch ist mit der Homöopathie. Ich bin Apothekerin. Hoffentlich ohne Homöopathie. Wir lösen auf. Dann gehe ich. Völlig falsch. Tja. Kalt. War das jetzt kälter als Tischler? Ich glaube, gleich kalt, ja. Okay, also sie ist genauso weit weg von einem handwerklichen Beruf wie auch von einem pharmazeutischen. Also weder mit Händen noch mit Kräutern. Das würde mich ja eher wieder in einen künstlerisch-gestalterischen Beruf, fast schon geisteswissenschaftlichen Beruf holen. Detektivin, wenn das da steht, glaube ich natürlich trotzdem, dass sie irgendwie noch auf Spurensuche ist. Dass sie vielleicht Neues in Erfahrung bringen will und irgendwie in der forschenden Variante ist. Sie hat früher sehr viel mit Ruse gemacht, könnte also im Hip-Hop-Journalismus zu siedeln sein. Ich glaube, dass sie... Ich sehe sie irgendwie am Mikroskop auch. Ich versuche mal, um ein bisschen... Ja, ich weiß es nicht genau, sage ich auch dazu. Aber vielleicht zu Chemikerin. Aber dann wäre doch Apothekerin schon deutlich wärmer. Gott, ich weiß auch nicht, ey. Ja, nehmen wir trotzdem, loggen wir ein. Alles ein, wird kalt. Ja, okay. Das heißt, wir bekommen einen zweiten Hinweis. Und der lautet wie folgt. Vor oder in vielen Arbeitsstätten steht die Figur einer römischen Göttin. Aber das... Oh! Ja, ich weiß es. Ja, aber das... Wer fängt denn jetzt an? Ich fange an. Oh nein. Aber es macht doch keiner eine Ausbildung zur Schornsteinfegerin und wird dann Rechtsanwältin. Ja, vor allem, das dauert auch lange, ne? Das dauert sehr lange. Das dauert doch so lange. Staatsexamen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, aber gut, ich muss es natürlich, weil wahrscheinlich ist die gute Justitia gemeint. Jetzt gibt es natürlich verschiedene Berufe, auch im Gerichtssaal. Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass eine Richterin da ist viel zu jung für, glaube ich. Oh, vielleicht sitzt sie auf der Anklagebank? Staatsanwältin ist sie auch Chefin, ist kein Beruf. Staatsanwältin ist sie auch zu jung für. Sie ist Rechtsanwältin. Ich tanze schon mal. Ja, das wird zwar sein. Es ist aber auch... Rechtsanwaltsgehilfin. Ja. Ich wäre jetzt so der... Ja, wenn es nicht Justitia ist, also für Richterin, ohne ihr zu nahe zu treten, aber sie ist doch zu jung für Richterin. Da braucht man doch meist so ewig, kenn die Regel nicht, aber du wirst doch so jung nicht Richter. Wie alt war so ein Alexander Holt? Ne? Barbara Salisch? Gut, die hatte auch rot. Ist sie die Tochter von Barbara Salisch? Ach, guck. Ist das Annika Salisch? Ist das deine Lösung? Den Nachnamen Den Nachnamen. In Runde 2 raten wir ja nur den Nachnamen. War das nicht so? Und dann Adresse raten als nächstes. Römische Göttin. Telefonnummer raten? Gibt's noch, also ich dachte natürlich noch so Bibliothek oder sowas. Aber stehen da römische Göttinnen, Bildung, Weisheit? Aber das Warm war ja schon in Richtung Juristerei sozusagen. Also wir sind ja schon in der Judikative angekommen. Das hat uns ja das Thermometer orakelt. Deswegen, wobei, also medizinische Sachen sind immer so griechische Göttin oder dieses Leonardo-Ding und so, ne? Der Mensch. Der Mensch, ja. Oh Gott, ja, für Richterin ist sie zu jung. Für Justizvollzugsbeamte, was machen die nochmal? Zoll. Ist sie Schluse? Nee.
Was ist eine Schluse, oder? Was ist das? So eine Schleusen, so Kati Karrenbaum? Nee, die war ja in, also die, mit der sie dann was hatte, mit der sie Sex hatte. Hm. Hatte sie Sex mit Kati Karrenbaum? Ist auch noch nicht meine Lösung. Ja, Richterin ist zu jung. Ich würde sagen, sie ist da so eine. Ja. Was gibt's denn da noch? Wer steht denn da noch rum? Ja, ich sag einfach Justizvollzugsbeamte. Sorry. Justizvollzugbeamtin. Das ist, glaube ich, eher eine JVA, ne? Aber man muss ja da auch mal hin. Oh, oh shit! Schließerin. Links wie Data, go! Steh auf und tanz! Klatsch mir in die Hand! Ja. Naja, das ist doch wieder so ein halber Mitleidspunkt. Ich fühle doch das von hier bis in, von der Regie. Hammer. Justiz. Oh, ja. Naja. Wach. Nicht ganz dasselbe. Justiz. Kommt er, glaube ich, nicht ran. Ach, okay. Ich wollte das als nächstes sagen, Justizwachtmeisterin. Dann ist sie im Knast oder was und guckt, dass da nicht gedealt wird? Naja, wir lassen es uns mal von ihr aufsagen. Hammer. Hallo, ich bin die Annika. Ich bin 32 Jahre alt, komme aus Bamberg und ich bin Justizwachtmeisterin. Und zu meinen Aufgaben gehört es hauptsächlich, im Justizgebäude für Sicherheit und Ordnung zu sorgen. Ach, okay. Wir sind quasi dort die Polizei und tragen auch die Uniform. Und zur Ausbildung gehört natürlich auch Selbstverteidigung sowie eine Schießausbildung. Also ein sehr, sehr interessanter Beruf. Meine Hobbys sind Lesen, ganz viel Nerdkram. Außerdem bin ich Mama und habe zwei Hunde. Jetzt will ich es hören. Mama und zwei. Jetzt will ich es nochmal hören. Sorry. Ich dachte, das wäre schon das nächste Ding gewesen. Nerdkram. Lesen, Nerdkram. Okay. Das Problem ist, dass wir live sind und jetzt das alle mitbekommen. Ich will es aber trotzdem nochmal hören. Ja, ist ja völlig richtig. Nee, ist in Ordnung. Es war auch gut von dir reagiert, aber... Hallo, ich bin die Annika, ich bin 32 Jahre alt, komme aus Bamberg und ich bin Justizwachtmeisterin. Und zu meinen Aufgaben gehört es hauptsächlich, im Justizgebäude für Sicherheit und Ordnung zu sorgen. Wir sind quasi dort die Polizei und tragen auch die Uniform. Und zur Ausbildung gehört natürlich auch Selbstverteidigung sowie eine Schießausbildung. Also ein sehr, sehr interessanter Beruf. Meine Hobbys sind Lesen, ganz viel Nerdkram und ich spiele leidenschaftlich gern Magic the Gathering. Außerdem bin ich Mama und habe zwei Hunde. Ah, okay. Das ist sie also erst Schauspielerin und dann. To be fair, das war auch exakt das, was ich im Kopf hatte, was sie macht. Die da halt stehen und gucken, dass keiner rausrennt. Das hätte ich auch okay. Gemein, ich dachte eben im Gefängnis. Nee. Ich war schon im Gefängnis. Dann nochmal interessieren, das kann man ja nochmal in den Comments klären. Ich glaube, die wurden immer so, das habe ich eben auch reingerufen, bei Hintergittern hieß es dann immer Schließerin, oder? Das meinte ich mit Schluse, aber das ist wahrscheinlich so ein Slangwort ohne den Inhaftierten. Aber das ist nochmal was anderes. Das sind ja die wirklich aufschließen, die Zellen. Ja, dann sind doch wahrscheinlich nicht im Knast. Sie ist im Gerichtssaal und guckt, wenn die Angeklagten reingeführt werden, dass die keinen Radau machen. Genau so, und deswegen hast du eigentlich auch gerade erklärt, dass du den Punkt gar nicht verstanden hast, weil du hast natürlich Justizvollzugsbeamten gesagt, die sind im Gefängnis und in dem Fall befinden wir uns aber im Gerichtssaal. Kriegst natürlich dann. Das heißt, natürlich ich meinte aber das. Also Annika, da steht ja kein römische Göttin. Zum Beispiel verhindern müssen damals diesen mit Wasser gefüllten Mülleimer, legendär von den Abu Chakas gegen Spiegel TV. Könnte man nachgucken, ist eine legendäre Szene. Das ist bei Let's Dance oder was? Auf Join oder wo ist es? Nein, ich weiß natürlich, was du meinst. Ist das schon geklärt eigentlich? Wirst du die Abu Chakas? Grüße nochmal an die Abu Chakas? Eher an die Herrschaften, die da gearbeitet haben im Gericht. Natürlich. Okay, alles völlig neutral berichtet hier an meiner Stelle. Dann wollen wir jetzt noch mehr erfahren in Runde 3. Fand's auch süß, dass sie sich umgezogen hat. Junge, während der Aussagen nochmal umgezogen hat von. Bin übrigens das vom Beruf, finde ich auch gut. Und das sind meine Aufgaben so in einem anderen Set, oder? Fand ich. Who are you wearing? War schön gemacht, ja. So, und nun geht's darum, drei Dinge zu erfahren. Welche denn? Bitteschön. Es geht darum, was sind Arnikas drei Lieblingsautoren? Oh, jetzt überhaupt mal drei Autoren zusammenzukriegen. Ach du Scheiße. Anfangen wird Andreas. Scheiße. Ja. Tja, natürlich an starke weibliche Autoren und bin dementsprechend komplett blank. Ich gehe erstmal mit einem Mann rein, nämlich, wir reden nicht von Gag-Autoren, ne? Nee. Nicht Max Bierhals und Titze, Co. Nee. Sondern wir reden von so Leuten wie Sebastian Fitzek. Sebastian Fitzek, ja. Passagier 23, das kann man sich schon mal geben. Als Hörbuch lesen würde ich es niemals. Ja, weil sie natürlich so, ne? Gericht und so. Ja.
Crime. Könnte sein, aber vielleicht geht's ja auch noch eine Nummer weiter und sie sagt, nee, das ist mir zu Pillepalle, ich bin für Stephen King zu haben. Stephen King, alles klar. Ich komme mit, ich bin im Gericht Grisham. Mhm. Vornamen brauchen wir? Grisham. John. Muss gegoogelt werden, John, wir müssen überbrücken. Grisham. 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 Wird wirklich erstmal gegoogelt. Grisham. Das heißt, offensichtlich ist nicht dabei gewesen, die Antwort. Ich gehe noch ein Stück weiter. John sie hat sogar. Hobby zum Beruf gemacht. Ein bisschen out of the box. Dr. Mark Benecke. Oh. Stark. Mhm. Denkt man nicht sofort natürlich dran. Denn sie, hat, gehört, aber, sie darf ja schießen und sie will wissen, was dann passiert, wenn ja der wochenlang rumliegt. Mhm. Ja. Mhm. Finde ich gut. Ja, ja, jetzt kommt Marc natürlich wieder, klar. Ah, fuck, ey. Das ist so eine Runde, wo wir immer ganz schnell dann die Antworten liefern. Hey, jetzt gib ihm auch mal eine Sekunde. Du, ich krieg hier die ganze Zeit aufs Ohr gesagt, dass wir uns beeilen. Wir sind live. Stimmt nicht. Wir haben mega viel Zeit. Ja, euch wirklich, oder? Ja. Natürlich hier Tolkien. Nein, wollte ich machen, ja, die Schweinchen. Ach, scheiße. Oh, jetzt habe ich keinen mehr. Tolkien? Ich war erst bei Dingens, aber dafür ist sie, das kann man nicht mehr sagen heute hier. J.K. Rowling. Das kann das ist raus. Die ist raus. Ist raus. Raus ist die. Aber unsere Community ist ja total drin. Naja. J.R.R. Tolkien. Ich dachte, du meinst deinen Bruder. Nein, nein, J.R.R., nicht J.R.R. Dann glaube ich, Simon Beckett. Fußballer? Manchester United? Nein, hier Verwesung und sowas. Also genau ihr Ding. Ja, ich muss natürlich. Ja, ich muss natürlich eigentlich noch eine Frau nennen, obwohl ich noch einen Mann im Kopf habe, von dem ich glaube, dass der dabei sein könnte. Aber gehe ich jetzt doch auf eine Frau? Ah, oh, Mann. Okay. Nicht stressen, Johanna. Tschüss. Nee, ich werde ich, ja, da muss doch noch eine Frau dabei sein. Wir sollen noch ein bisschen Zeit schinden, höre ich gerade. Schinden. Schindler. Ich würde sagen. Der Schindler! Wen gibt's denn? Okay, warte mal. Nee, männlich. Bleib mal männlich, Andreas. Immer bei den Männern bleiben. Ich würde sagen. Ich weiß niemanden mehr. Oh Gott. Oh. Oh, ich habe noch eine Idee. Hast du noch einen? Mhm. Ach nee, sowas liest sie doch nicht, so eine Kitschkram-Kacke. Die liest doch keinen Jane Austen oder so einen Scheiß. Liest sie nicht. Die liest. Scheiße. Die findet es gut. Ah, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Zwei Hunde. Martin Rütter nehme ich nochmal. Ich habe auch kurz gedacht. Ich dachte, no way, Alter, denk mal da an Autoren. Nimmst du eine der einflussreichsten Frauen der Literatur oder Martin Rütter? Easy pick for me. Scheiße, wen hatte ich jetzt gerade noch? Ach ja. Obwohl, 32 ja Jahre alt ist sie. Jetzt, jetzt mal raus aus der Krimi-Nummer. Hm. So ein suffisanten Humor. Jetzt war ich bin am Schwanken. Wurde nicht Krimi annektiert auch neulich? Kann man das überhaupt? Oh, Scheiße, das gefällt mir richtig gut, was du da so erzählst. Was ist denn mit so einem Sven Regner oder so? Sagt mir gar nichts. Ja, hier Herr Lehmann, Süd und sowas. Herr Lehmann sagt. Toller Podcast, oder alles so gesagt, kann man sich reinziehen. Oder so ein Heinz Strunk oder so. Ei. Irgendwie so nochmal so diese. Ja, willst du jetzt noch alle Autoren nennen, ja, oder was? Ja, den wirst du ja jetzt nicht abstauben. Volum. Ich sag jetzt nochmal Heinz Strunk, komm hier. Ja, goldener Handschuh, Fleisch ist mein Gemüse. Hier, alles Mögliche. Niemand lacht über den, der nicht aus dem Norden kommt. So. Ja, ich lache. Sag mal, über bist den. Du eigentlich völlig wahnsinnig geworden? Ja. Ja. Es ist nicht passiert. Okay, folgendes Ding. Ich wollte auch erst Agatha Christie, weil sie so Crime-Dings und so, aber nee. Scheiße. Das ist natürlich. Da sind wir uns alle oh, einig. Oh nein. Christian Huber. Okabitz. Nee. Sorry, ich habe kein Buch zugeschickt bekommen, im Gegensatz zu euch. Die ist bestimmt auch hier, wie heißt hier? Sag's ihm ins Gesicht. Jetzt sag's und sowas. Hey, Hubi. Astrid Lindgren. Astrid Lindgren hätte ich noch als Guest hier. So weil sie Mama ist. Zum Beispiel, ja. Ja. Scheiße. Was mit den Gebrüdern Grimm? Nee. Sagt man sowas, wenn nee, Rocket das ist gerade mit Kindern, das ist.
Nee, die sind auch gecancelt, so heftig, oder? Ja, ja. Wegen das ist heftiger als Stephen King, was da teilweise drin steht. Das kannst du nicht machen. Das ist heftig, ja. Ja, das ist heftig. Noch heftiger und schockierender sind die Antworten. Wir hören mal rein. Ich lese tatsächlich so gerne, dass ich über 2000 Bücher habe. Oh Gott. Und zu meinen Lieblingsautoren gehören zum einen Brandon Sanderson. Mhm. Ah. Der hat zum Beispiel das Sturmlichtarchiv geschrieben. Stark. Dann Sir Arthur Conan Doyle. Klar. Mit seinem berühmten Werk Sherlock Holmes. Ja, ja, scheiße. Und ich würde sagen, tatsächlich der Herr der Ringe. Also nein! Tolkien. Immerhin, ey. Immerhin. Nein. Oh. 2000 Bücher und man bleibt bei dem Gollum-Kack. Oh, scheiße. Gut. Oh. Herzlichen Glückwunsch, Marc. Dann kriegst du halt wieder. Oh, aber ja. Wir haben wieder geschlafen. Sie hat am Anfang gesagt, sie wollte Detektiv werden. Klar. Sherlock Holmes, ja. Man muss hier alles kombinieren, so wie Sherlock. Ja, wirklich. Man muss die Fäden spinnen. Naja, ich habe auch nur Detektivautoren genannt. Und es gibt so wenig gute Schornsteinfeger-Krimis. Es steht aber immer noch 4-2-3, denn ich habe das Unfassbare möglich gemacht und einen Namen richtig erraten. Und das heißt, wir wollen jetzt natürlich noch einen dritten Kandidaten, eine dritte Kandidatin haben. Werbung oder sowas? Ja. Machen wir? Kurze, oder? Kurze Pause. Und dann sind wir jetzt zurück mit Marc, Andreas und mir. Das ist Lars. Wollen wir das Foto schon mal sehen? Schon mal gucken. Gucken wir da mal rein. Offensichtlich bestimmst du den kompletten Rundown gerade. das ist also der ich glaube, ich weiß es. Ich habe eine gute Anekdote zu dem Foto. Wie? Okay, alles klar. Bis gleich, ne? Ciao. Bis gleich. Das Signal kommt gleich an. Erst in die Regie zu Clara und dann zu den Leuten raus. Hallo, liebe Leute, wir sind wieder zurück bei Die Profiler. Wir waren gerade kurz scheißen und sind jetzt wieder zurück bei unserer Runde 1. Geil. Stark. Stark. Wir haben den Kandidaten ja schon gesehen. Nein, so wenig. Es sind nur 4 Buchstaben. Covid-Lunge, offensichtlich. Ich kann nicht mehr atmen. Wer ist dran als erste Runde? Marc beginnt. Ach, schade. Ich hatte eben einen Tipp, als man noch nicht die Buchstaben gesehen hat. Jetzt habe ich auch einen, ich sage ihn gleich. Ich finde übrigens bei dem ersten Bild, ich weiß nicht warum, aber ich habe da so die derbe Assoziation. Können wir das nochmal einblenden, dieses, was wir eben gesehen haben? Oh Gott. Ich will mal wissen, ob ihr mir zustimmt. Das sieht für mich aus wie so ein Charakter in so einer ARD-Vorabendserie von früher, ne? Ja, ja. So, Let's Dance, so. Ja. Die Pfefferkörner. So aus heiterem Himmel oder irgendwie sowas. Das, mit Ulrich Pleitgen aus heiterem Himmel. Ja, ja, mit diesem geilen Telefon. Oder? Aber, war die Familie. Nee, ist er eher der. Nee, die hatten kein Telefon. Nee, stimmt. Ja. Ist er eher der Bösewicht dann da? So der, der nette der Sohn, der ab und zu aber auf die schiefe Bahn gerät. Aber dann wieder eingefangen wird. Wegen Drogen, ne? Ja, ja, Drogen kurz vor der Prüfung. Ich sehe auch Heroin, sehe ich bei ihm. trotzdem. Das ist ein klassischer Heroin-Typ, das stimmt. Mein erster Guess war meine tatsächlich. Ja, ja, genau. Mein erster Guess war Clemens, das geht jetzt natürlich nicht mehr, aber ich habe sofort eine zweite Ahnung gehabt, als ich ihn gesehen habe. Es ist nämlich Timo. Hallo, Timo. Servus, Timo. Es darf nicht. Bist du's? Geil. Nein, das ist nicht der Timo, sondern der. René! Och, und was will der? Ich will doch. Das ist albern. Okay, shit. Das Ding ist, das erste Foto hat mir ganz andere Vibes gegeben. Ja. Als jetzt das zweite, weil das erste. Ist das Tropical Island eigentlich hier? Mit dieser Glas. Nee, das ist der botanische. Achso. Aber es ist hier in Wien ist es. Da bei den Schmetterlingen. Ja, stimmt, klar. Nee. Nee. Doch, kann schon sein. Mm-mm. Ich sehe keinen einzigen Schmetterling, aber. Exakt. Der hat er rausretuschiert. Ich hasse Schmetterlinge. Streifen. Ja, Andreas, du bist dran. Ja, ja. Nee. René. Ja, dass es René nicht ist. Ich glaube, das ist es nicht. Nee, wenn mir der so vorgestellt wird von einer Freundin, das ist mein Freund. Langweiler Name. Ich hab keinen. Hm.
Hallo, hi, Andreas, der von Rocket. Ah ja, kenn der ich. Der spannende aber Typ. Ich bin der Andy. Luca. Oh, nicht schlecht. Oh, wie die App. Cool. Habe ich gelöscht jetzt. Hallo. Nee, ist er nicht. Der Luca, das ist ein Unfug, würde ich fast schon sagen. Wir bekommen einen Hinweis. Unfug ist ein türkischer Name. Der Name ist eine Kurzform finnischer Herkunft und bedeutet übersetzt helmtragender Krieger. Andreas hat jetzt Sendepause kurz. Marc hat auch Sendepause last beginnt. Wow, das hast du uns zweimal gekriegt. Ah, stark, oder? Da haben wir richtig Spaß. Ich brauche nochmal den Hinweis, es tut mir leid. Ich habe den gar nicht verarbeitet. Eine Kurzform finnische, von was? Kurzform ist eine Kurzform. Was? Eine Kurzform finnischer Herkunft? Ja. Ich kenne nur einen Finn. Nicht schlimmer, ich kenne nur einen Finnen. Und das ist Finn. Nee, ich kenne zwei. Scheiße, jetzt habe ich zwei Vorschläge. Kann ich beide gleichzeitig sagen? Nein. Na, technisch würde es mich interessieren, wie du es machen willst. Okay. Einen durch die Nase und einen durch den Mund. Ah! Ja. Aber das kann ja nicht Kurzform. Beides sein. Nee, Kurzform geht ja schon wieder nicht. Es ist Mika. Was? Häkkinen. Ich habe aber einen anderen auch noch. Ja, auch. Na gut, dann du. Auch noch einen anderen. Achso, warte mal, ist das. Nee, das ist eine zweite Runde. Haben wir nicht einen Hinweis bekommen? Nee, wir sind. Doch, warte mal. Hätten wir nicht einen Hinweis kriegen? Achso, das wir haben doch. Das. Du bist komplett wahnsinnig. Alter Schwede. Es nervt. Es nervt, dass du so wahnsinnig bist. Okay, ich habe auch zwei Dinger. Guck dir das an. Der eine ist halt super Stereotyp und wahrscheinlich ist es gar kein finnischer Name am Ende, sondern eher. Kurzform finnischer, ja. Kurzform. Ich weiß. Was? Scheiße. Helmtragen. Du weißt es auch, oder? Ich habe auch mehrere Guesses. Jörn? Nee. Naja, dann versuche ich jetzt mal Jörn oder so. Ja, das klingt zumindest danach. Du bist so Helm. Richtig, wie du so. Ach, nee, ich fand so. Versuch mal was. Das war eher so ein. So wie könnte sein. Schlönvogt oder wie er heißt. Ja. Jörn. Kurzform für Jörnelelt. Jörnelelt. So. Ist nach mir noch jemand? Nee, ne? Nee. Es gibt Chemie. Ja. Das ist es auch. Oh, Luca ist tatsächlich auch nicht schlecht. Danke. Ist auch aus dem Finnischen, aber. Versuch doch mal Luca. Was? Ja? Was ist aus dem Finnischen? Nee, es gibt zumindest Finnen, die Luca heißen. Ich kenne Finnen, die Luca heißen zumindest. Aber ob das da. Nee, weiß ich auch nicht. Was gibt es noch? Es gibt Niklas heißen da viele. Niki. Aber das ist. Nick? Oh. Nee, aber oh. Helm tragen. Oh. Helm tragender Krieger. Aber Niklas. Ja. Niklas ist auf jeden Fall auch Finnen beliebt. Kimi, aber Kimi klingt zu, zu niedlich für so ein. Ja. Stell dir vor, oh, da drüben kommt ein Kimi. Und vor allen Dingen, was ist die Langform von Kimi? Also, ja, Nick Kim, ist Kimistan. Ich gehe jetzt mal auf Nick von Niklas. Scheiße. Warum nicht? Warum denn nicht? Verdammte Scheiße. Stimmt nicht. Jetzt Kimi ja, ist, jetzt Kimi ist, was dachten wir noch? Komplett aus. Ich dachte, Kimi Räikkönen. Ja. Ich dachte noch so live. Ich dachte Erik. Erik ist ja auch so ein Nordischer. Das aber das heißt doch nicht Helm. Knut. Oh, Knut. Knut aber ist das aber norwegisch. Eher so ein Eisbärenname ja auch. Ne? Ich würde Folgendes vorschlagen. Nee. Wir lösen auf. Aber ja, lass uns das mal machen. Yari, okay, hätte ich im Leben. Yari! Ich habe diesen Namen also, in meinem Leben noch nicht gehört. Nee, ich auch nicht, aber es ist ein geiler Name. Ein geiler It started Name, ja. With Thomas, Steffen, jetzt Arnika, Yari. Also, ist, wir müssen, glaube ich, wir müssen uns anders vorbereiten auf die Sendung. Ja. Yari. Wir müssen einfach Namen uns auch mal ein bisschen freier daran. Ja, sagen. Ich glaube auch. Ja? Wollen wir noch ein Kind machen oder was? Und Yari? Also. Ja. Also ich meine jetzt uns beide, wir beide. Wollen wir beide ein Kind machen? Das geht, glaube ich, gar nicht. Ne? Okay, das ist der Yari. Was macht der Yari beruflich? Wir finden es raus in Runde 2. Yari. So, wir bekommen natürlich auch sofort noch einen Tipp. Wir sehen nochmal den guten Yari, toller Name. Yari arbeitet bis auf wenige Ausnahmen jeden Samstagnachmittag und Sonntagvormittag. Ach du Scheiße.
Bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen. Okay, das ist der Hinweis. Berufe raten. Andreas beginnt. Ja, ich muss mich erstmal entschuldigen. Ne? Ich dachte, er hätte wirklich so einen Standardnamen. Hatte er gar nicht. Ich würde sofort nachfragen, wenn er sich mir vorstellt und Yari sagt. Mhm. Und würde dann gehen. Bis auf wenige Ausnahmen. Jeden Samstagnachmittag und Sonntagvormittag. Der Yari. Ja. Sonntagvormittag und Samstagnachmittag. Was, also das ist doch für mich eine Dienstleistung. Da muss etwas erbracht werden. Nur was? Ich war kurz bei, aber der ist ja nicht Paketbote oder so. Kommen die Samstagnachmittag? Aber die kommen Sonntagvormittag nicht mehr, ne? Ja, ich glaube, ich habe schon eine Idee. Bäcker wäre auch Samstag, Sonntagvormittag. Ich glaube, das hatten wir schon mal, meine Idee. Glaubt ihr, es gibt eine Doppelung? Ja, irgendwann. Ja, irgendwann. Ja. Das weiß doch niemand mehr, was wir da vor 100 Jahren. Keiner steht so unter Stress. Stimmt. Also, ja, stimmt. Unnötig auch. Unter Stress. Nötigerweise. Also, ich würde denken, Samstagnachmittag und Sonntagvormittag. Wo geht man denn Samstag, wo man sagt, ja, klar, Samstagnachmittag haben die noch auf. Sonntagmittag machen die definitiv zu. Sonntagabend machen die zu. Scheiße. Ja, ich versuch's einfach mal mit Bäcker. Sorry. Bäcker! Ja. Ganz kalt. Oh, das ist schlecht. Das Alter, schlecht. Geht's wirklich nicht. Dann ist meins auch völlig falsch. Ja, ja, ja. Ich hatte sofort die Eingebung irgendwie Sportjournalismus oder sowas, aber dann, weil ich dachte, oh, Samstagnachmittag Bundesliga und Sonntag früh. Aber es ist auch Sonntag. Ja, spät. Ich war jetzt natürlich nur in der zweiten Liga unterwegs, so die Spiele dann um 13 Uhr oder so, weil das ja auch die wesentlich spannendere und attraktivere Liga ist. Aber, hast du da einen Verein oder warum? Ja, ja, zwei sogar. In der zwei. Ja, Aber das macht keinen Sinn mit dem Sonntagvormittag. Schade, den fand ich richtig gut, den Guess. Sonntagvormittag. Samstagnachmittag, Sonntagvormittag. Du warst jetzt ganz weit weg mit deinem Handwerk. Ja, das fand ich ganz komisch. Das war gar nichts. Das fand ich richtig komisch. Das war richtig weit weg. Wenn es jetzt sowas wäre, wo man mal da arbeitet, das kann ja alles möglich sein, Flugsicherung oder sonst was, aber dann wäre es ja nicht bis auf wenige Ausnahmen. Ne? Dann käme es mal vor, aber es muss ja schon hauptsächlich da passieren. Deshalb fand ich eigentlich dieses Sportding. Ich gehe erstmal, ich brauche die zweite Runde, ich brauche den Hinweis, ich gehe erstmal auf Sportreport. Ja, okay. Vielleicht, ne? Kannst du machen. Ja. Ich brauche immer eine Einordnung. Kannst du machen. Aber. Brauchst das auch gar nicht. Nee. Doch. Was? Das ist nicht dein Ernst! Jo. Du bist der geilste Typ auf der Welt! Wie geil ist das? Du hast es. Kann man gelten lassen. Ist stark. Können wir es genau hören? Okay, wir kriegen es erklärt von Yari höchstpersönlich. Ja. Bitteschön. Ich bin Yari, bin 30 Jahre alt, wohne in Dortmund und arbeite hier bei der Zeitung. Da mache ich mein Volontariat. Habe bisher einen ganz klaren Fokus auf Sportjournalismus gehabt. Ja, ich wohne hier in Dortmund in einer WG mit drei Mitbewohnern. Wir spielen hier viel, also sowohl an der PlayStation als auch an der Switch, aber auch ganz klassisch am Küchentisch, also alle möglichen Karten und Brettspiele und gehe ansonsten gerne auf Konzerte. Schon wieder ein anderer Typ, finde ich. Marc, das erstes Bild, zweites Bild gut. Und der Film. Stimmt, drei unterschiedliche ganz Leute. Unterschiedlich, ja. Marc, mir gefällt der im Video am besten. Ja, fand ich auch. Nö, das finde ich auch charmant hier, aber insgesamt ein guter Typ. Ja, also ich will mal sagen, mein nächster Tipp wäre gewesen Pastor nach dem Bild. Ich dachte irgendwie so Sonntagsmesse. Ja, stimmt, aber wie so krass, dass sein Name komplett in seinem Beruf vorkommt. Stimmt. Buchstaben-wise, ne? Das sagt man nicht oft. Stimmt. Aber im Namen Journalist steht fast jeder Name. Das stimmt, ja. Nee. Lars auch. Ich wollte auch Barista sagen, aber Lars auch. Bei Bäcker war sehr weit weg. Marc, man muss wirklich sagen, du das war gut. Kannst es echt. Du kannst, du kannst es echt. Ja. Das war echt das gut. Echt gut. Wirklich. Danke. Also ich finde gar nicht, dass du ein guter Schätzer bist. Oder Mensch. Ich glaube nicht, dass du gut schätzt. Oder Mensch. Auch nicht so sehr. Aber du bist einfach jemand, der auch mal zuhört und dann logisch weiterdenkt. Danke, Jungs. Danke. Und das finde ich wirklich beeindruckend. Danke. Jetzt wollen wir wissen, was für drei Dinge XYZ, Runde 3. Shit.
Und wir schauen mal, welche drei Dinge wir erraten müssen. Es geht ganz konkret, was sind Yaris aktuelle drei Lieblings-Apps? Wer fängt an? Holy crappy nimoli. Drei Dinge, Lars beginnt. Das bin Mann. Ich in dem Fall. Das ist ein Journalist und Journalisten sind wo? Auf Twitter! Achso, du gehst natürlich in andere. Ja, klar, wäre auch gut gewesen, ja. Twitter? Ja, gehen wir in die Richtung oder gehen wir in die richtige Richtung, ne? Ja. Ich sag mal, naja, würde er das zugeben, ist auch so ein Ding, ne? Grindr ist halt so ein Ich würde... Wieso nicht? Ja, mach weiter. Instagram. Mhm. Ja, okay. Komm, erstmal ab. Ist auch gut, dann gehe ich halt auf den Kicker natürlich. Mhm. Die Richtung geht auch, klar, ja. Rocket Beans ist eine App? Nee. Nee. Diese alte von Nils oder was? Rocket Words! Rocket Words! Nein, nein, das ist schon eine Schätzung. Facebook ist da natürlich auch gar nicht drin. Nee. Journalisten, hat der jetzt nochmal so eine extra Zeit-Online-App oder sowas? Ja, er wird natürlich von seinem Arbeitgeber wahrscheinlich die App nennen. Ja. Das wird mich richtig ärgern. Tageblatt. Westfalen-Zeitung. Westfalen-Zeitung, sehr gut. Nee, ich glaube jetzt mal hier, ich glaube vielleicht The Zone. Kann man das noch sagen oder ist schon verpönt? Nee, aber haben die eine gute App? Guckt man sowas auf der App? Die haben eine tolle App. Ja? Man auch, ja. Okay. Ja, echt gut. Da schreibt man Katzen, komm. Oder? Ich gehe mal auf Bumble. Ich glaube, das ist der neue heiße Scheiß auf dem Datingmarkt, sagt man mir. Ja? Ich glaube, Tinder ist nicht mehr. Bumble ist jetzt der Shit. Okay. Mhm. Hat Paul direkt eingetippt, wusste er. Ich gehe mal auf, weiß ich auch nicht, der scrollt sich bestimmt auch mal irgendwie, das ist ein, ja, ist ja schon, ach, ich gehe einfach auf Reddit nochmal, kein Plan, so als App. Der ist bei Reddit unterwegs, das sind da mal durchscrollen, lustige neue Themen oder mal ein bisschen. Ja, genau, ein bisschen männliches Toxin versprühen. Genau. Ja, ne? So ist es, wa? So ist es. Was gibt's denn noch? Also, der wird jetzt nicht auf TikTok unterwegs sein, als Journalist. Gut, man muss vielleicht auch... Muss man vielleicht, ne? Robert Lewandowski hier lustige Dinger angucken. So was, ne? Let's Dance, die Nummer. Ach, komm. Ja. Aber ich denke, ich überlege gerade so, was er vielleicht noch sagen könnte, weil er das für den Beruf braucht. Dass er irgendwie schon vor Ort irgendwie eine Memo aufnimmt. Aber dann würdest du ja nicht sagen, die Memo-App, oder? Aber ich glaube, dass er vielleicht ab und zu sich mal noch so Notizen macht. Die Notiz-App ist ein bisschen doof. Aber die Notiz-App mag ich persönlich. Und selbst wenn, würde ich es auch nennen, wenn mich jemand danach fragt. Meine Top 3 Apps sind die Notiz-App. Ja, er will dann die nur sagen. Vorinstallierten Sachen liebe ich am meisten. Kamera. Achso, ich war natürlich. Ich würde nochmal trotzdem sagen: Spiegel Online. Ja, ist nicht mehr der Burner. Na doch. Ich weiß, aber das kann man schon nochmal auschecken als Journalist. Gucken, was da reinkommt. Einmal bei Bild.de die Headline checken und dann nochmal bei Spiegel Online, was steckt dahinter. Was wirklich, ja, genau. Was wirklich geschah. Ja, ich war dann seid ihr Teil des Problems. Ich war tatsächlich auch kurzzeitig, ich mutmaße doch nur. Sagt der die. Entschuldige bitte, er ist Journalist in der Ausbildung und die Bild, auch wenn sie uns nicht gefällt, ist ein Leitmedium, Lars. Das müssen wir erkennen. Ich bin von Springer aufgezüchtet worden. So, und deshalb wäre ich da mal ganz vorsichtig. Ja, ich bin den Fahrstuhl quasi hochgefahren mit Springer. Siehst du. Nee. Ich war tatsächlich auch bei der Kamera, aber nennt man das als App? Er wird es oft verwenden. Nein. Es ist hundertprozentig unter seinen Top 3 genutzten Apps. Ja, und das will er nicht wissen. Aber das würde er nicht, würde er sowas sagen? Wie denkt er? Er denkt ganz anders, das ist Yari. Ich meine, vielleicht filmt er auch mit seinem Smartphone und nutzt sie dafür. Ja, ich dachte beruflich halt Fotos, ja, Klippchen, dies, das. Lewandowski. Ja, diese Nummer. Aber, ist es noch mehr berufliches Transfermarkt oder so? Das ist zu nischig, das sagt er hier. Oh, oder hier, die, ja. Ja. Diese doch, Spiele da, sowas diese sagen. Manager-Spiele. Ja, Comunio oder sowas, ja? Oder Kickbase, ja. Ja, das macht so was würde man noch sagen. Kickbase. Das ist sehr gut, aber das kann ich jetzt nicht abstauben von euch. Doch, mach Kickbase. Euch. Klar. Du, ich werde gleich noch so brillieren. Jetzt Comunio wahrscheinlich. Ja, komm, nee, das war's ja schon. Kickbase ist.
Wie viele hatten wir denn? Drei schon, ne? Ja. Naja, gibt ja noch das Finale. Ja. Nehmen wir Kickbase. Wir haben natürlich, ja, ja. Clickbait oder Kickbase? Kickbase. Okay, Prost, ne? Lass dir schmecken, danke. So, ich sag Twitter, das sind Notizen. Du? Instagram, Bumble und Spiegel Online. Kicker, Reddit und Kickbase. Yari, 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 was sind denn deine drei Lieblings-Apps? Die drei Apps, die ich auf meinem Handy am häufigsten benutze momentan, sind auf jeden Fall Spotify. Oh Gott. Ich glaub, sobald ich das Haus verlasse, ist Musik an oder ist ein Podcast an. Und zu Hause eigentlich genau das Gleiche. Also Spotify läuft mehr, als dass es nicht läuft. Zweimal? Dann benutze ich häufig die Kicker-App. Natürlich auch ein bisschen beruflich bedingt, um da auf dem Laufenden zu bleiben, aber auch aus Interesse an Fußball und an Sport generell. Und als dritte App ist es momentan Bumble. Nein! Der Sommer kommt und ich halte die Augen offen, sage ich mal. Ja, geil, halt die Augen stark. Dabei. Das ist doch geil. Yari, ich habe den komplett falsch so eingeschätzt. Dumm sein, smarter Typ. Er sagt sich, yo, ich suche nicht aktiv. Aber die 40.000 Leute, die sich die Profile angucken, nehme ich dann nochmal mit, zeige ich, I am open. Mehr ist es nicht. Also, ich packe das nur da nach draußen, diese Info. Mehr ist es nicht. Schon yari@rocketbeans.de, dass man ihm schreiben kann? Oder können wir irgendwie so eine Kuppelshow noch machen? Kontakt@? Schreib uns einfach an, Johanna. Kontakt@yari.tv ist es. Also gut, wir haben also einmal einen Punkt bei Andreas, einmal einen Punkt bei Marc. Das heißt, spannender könnte es überhaupt gar nicht sein. Wir schauen mal ganz kurz auf den Punktestand, den aktuellen, der da lautet. 4 Punkte für Lars, 3 für Andreas. Und Marc ist wieder nach vorne geprescht mit 6 Punkten. Hat hier den Kickerpunkt natürlich. Aber Spotify, Leute. Ja, Spotify hätte man drauf kommen können. Bumble, finde ich, hätte fast schon mehr als einen Punkt verdient. Ja, weil das war ein mutig von dir. Ja, und von, Kicker, ey. Von ihm, krass, dass er das hier öffentlich zugibt, dass er hilflos ist. Ja. Aber er kann ja jetzt gar keine Frauen anschreiben. Oder bei Bumble wirst du doch oder du nur die Frauen oder irgendwie. Ich weiß es wirklich nicht. Ach Gott, wir sind wie diese Boomer. Okay, ich höre gerade von Johanna. Ach, ja. Nur die Frauen, also Johanna und Yari. Also so habe ich ihn kennengelernt und dann habe ich gefragt, ob er bei die Profiler mitmachen will. So, das heißt, wir kommen nun zu unserer dritten und letzten großen Rubrik und die da lautet das El Grande Finale. Und für das El Grande Finale müssen wir natürlich noch unsere Kandidatin zuteilen. Habt ihr da schon mal eine Vorliebe? Ja, aber ich darf ja als letztes wählen, dann wahrscheinlich wieder, ne? Machen wir wieder. Das hat so. Lars wieder komplett vergessen. Ich würde als Letztplatzierter am ehesten noch irgendwie, habe ich bei Annika noch ein bisschen was gespürt, dass ich da irgendwie eine Ahnung hatte, wie sie tickt. Oder eine Ahnung. Ja. Bei Yari, den habe ich komplett falsch eingeschätzt. Und den ersten Kandidaten habe ich standardmäßig schon wieder vergessen. Daniel. Nee, da habe ich auch keinen Draht zu gehabt. Ich versuch's mit Annika. Du hast doch deinen einzigen Punkt in der Runde mit Yari bekommen. 3 Punkte und ich glaube, die anderen beiden waren der Beruf von Annika, die Justizvollzug. Genau, alles richtig gemacht, oder? Was du jetzt gerade gesagt hast. Hm? Ich möchte alles wieder zurücknehmen, was ich in der letzten halben Stunde gesagt habe. ich nehme den Daniel. Ich nehme den Lehrer. Ja. Ist gut. Du nimmst deinen Sportjournalisten. Bin ich sehr gut. Seid, Yari, bester Mann. Schwierig, hätte ich vielleicht genau unterschiedlich anders machen sollen, um die eine auszuwischen. Weil ich muss ja dich schlagen. Hm. Ja, ich sitze hier nur rum. Ich finde, du bist stark. Du bist sehr stark. Wir machen eine ganz kurze Werbung. Und dann sind wir wieder hier zurück beim großen Finale von Deep Profiler. Bis gleich. Willkommen zurück zu Die Profiler. Wir haben Spaß, wir geben Gas. Und es wird noch geiler. Geil, Hammer. Hallo, schön, dass ihr am Stissel seid. Ihr könnt mitraten. Hier, unter Hashtag Die Profiler. Klar, auf Twitter glüht gerade. Ja, können wir mal in die Tweets reinschauen? Ja, da geht's ja bestimmt ab. Schaut mal rüber zu Susanne. Susanne, was ist los im Internet? Susel. Warum muss das eine Frau sein? Die Tweets ja wegen Twitter, weil die Social Media. Ja, weil hier genug Schwänze auch gerade vor der Kamera rumlungern. So, wir haben schon einige Aufgaben heute lösen müssen dürfen. Jetzt kommen wir zum großen Finale. Jetzt will ich dann quasi erst dieses Finale. Ja.
genau. Das wollte ich jetzt kurz abwarten. Und dann wollen wir natürlich noch wissen, wie funktioniert das eigentlich. Und das erfahren wir jetzt. Im Finale drehen wir den Spieß um. Jetzt müssen unsere Kandidaten euch einschätzen. Was glauben Sie, sind eure Angewohnheiten oder Spleens? Zunächst sucht ihr euch einen Kandidaten aus, mit dem ihr das Finale spielen wollt. Anschließend bekommt ihr alle eine Frage gestellt, die ihr wahrheitsgemäß beantworten solltet. Stimmen eure Aussagen mit der Einschätzung eures Kandidaten überein, bekommt ihr einen Punkt. Wie gut kennt euch die Community? Wie leicht seid ihr zu durchschauen? Finden wir es heraus. Auf geht's ins Finale. Das war ja doch schneller als gedacht. Wenn das so schnell geht, ja, ne? Ja, wunderbar. Das ist entspannt dann für uns alle. Also, ich habe mich aufgepasst. Wie geht das Finale nochmal? Yeah. Also, wir haben alle unsere Kandidaten ausgesucht. Ja. Ja. Und dann kann es jetzt losgehen. Und zwar mit dem Finale. Wie geht das nochmal, Ethan? Okay, These 1. These 1. Macht ihr jeden Tag euer Bettelchen? Oh, das ist die eine schöne Frage. Das ist eine schöne Frage. Also, mein Verbraucherhinweis an der Stelle von mir, man soll das ja in Hotels nicht machen. Manche übereifrigen Leute machen das ja im Hotel auch. Mhm. Ist aber leider ein großes Missverständnis. Im Endeffekt hilft es nämlich natürlich den Hotelangestellten dann zu identifizieren, welches Bett wurde genutzt oder nicht. Das ist ungemein schwerer, wenn die Betten gemacht sind. Ja? Klar, sie können es natürlich noch an Körperflüssigkeiten schmecken auf dem Bettlaken. Aber einfacher ist es natürlich, wenn das Bett nicht gemacht ist. Also wenn ihr mal wieder auf Dienstreise seid, Bett nicht machen im Hotel. Hä, wieso? Aber das andere Bett wird doch auch gewaschen. Nein. Wenn der Besitzer des Zimmers wechselt, dann wird doch wohl die ganze Bettwäsche gewaschen. Wer sagt sie? Schon das lange nicht. Umweltverschmutzung. Ja, natürlich, aber jeder Hotelbesuch ist eine Umweltverschmutzung, natürlich. Das kommt wahrscheinlich sehr aufs Hotel an, würde ich jetzt mal schätzen. Das können die. Nein, das kann doch nie sein. Du meinst jetzt natürlich, wenn ein großes Bett ist. Ja. Sagen wir mal zum Beispiel zwei Einzelbetten sind. Ja, okay. Checkst da als Ich bin im Doppelzimmer natürlich gerade gedanklich. Ja, da natürlich schon. Da wird es mitgewaschen. Okay, aber darum geht es ja alles gar nicht. Nee, ich glaube, das ist die Frage. Ich fange an und sage Folgendes. Ich bin ausgemustert. Ich bin kein Bundeswehrtyp. Und es kommt schon vor, dass ich mal das Bett mache, aber eine Zeit lang auch täglich. Das war aber nur eine Zeit lang so. Und hier geht es ja um jeden Tag. Und da muss ich sagen, nein. Ich finde das gut, wie unsere Stereotypen jetzt schon bei mir sagen würden, dass Marc auf jeden Fall sein Bett jeden Tag. Ja. Ich fürchte es auch. Ja. Aber also ich mache es ab und an, aber jeden Tag ist mir zu absolut. Deswegen muss ich fairerweise sagen, nein, ich mache es nicht jeden Tag. Ab und an mache ich es. Aber sagen wir, wenn es in 4 von 7 Tagen, wenn du das Bett in 4 von 7 Tagen machst, dann ist das die Antwort ja. Eigentlich nicht. Das ist eine spannende Interpretation vom Wort jeden Tag. Ja, aber die wollen auch wissen, ob man sein Bett macht. Ja, ja. Das jeden Tag Warum ist doof, nicht doof formuliert. Warum steht da nicht, macht kein Mensch macht Bett. Jeden Tag sein Bett. Ja, aber 4 von 7... 5 von 7, okay. Ist gemacht nur, wenn man die Bettdecke faltet und so seitlich hinlegt. Oder ist gemacht auch? Ja, das ist schon gemacht. Das ist gemacht. Ja. Ist das, wenn man selbst die ganze Decke quer nimmt und nur so macht und es hinlegt? Ja, ja, das Bett ist gemacht, wenn du irgendwas mit dem Bett machst. Okay. Weil ich mache in der Regel ja nichts mit dem Bett. Das ist ganz klar. Es geht hier nur noch um uns beide. Du bist raus, du bist ein fauler Bengel. Ja. Aber wir packen noch ab und an Bettern. Ja. Naja, aber macht ihr jeden Tag euer Bett? 5 von 7. Das wird ja immer mehr. Suggeriert für mich diese grundsätzliche Attitüde, dass ich in den meisten Fällen, um das aufzugreifen, aufstehe und sage, ich muss noch mein Bett machen. Und das mache ich nicht. Nee, nein. Marki. Ja, also. Antworte wahrheitsgemäß und nicht so, wie du denkst, dass derjenige dich einschätzen wird. Nein. Das wäre nämlich auch meine Frage. Weil, was ich zumindest mir jeden Tag vornehme, es kann sein, dass ich das vereinzelt mal vergesse. Schön, dass wir nochmal. Aber was ich jetzt sagen, wir sind so jung, ja, wunderbar. Gut gelaunt zusammenkommen. Ja. Aber die Sendung war eben zu Ende. Ja. Och, nee. Ja, okay. Also, was ich mir zumindest, Entschuldigung. Jeden Tag vornehme, ist, dass ich zumindest die so Ausschläge mal ein bisschen lüfte. Ja, das ist gemacht. Das gilt als gemacht. Halt, umschlagen.
Zum Beispiel, ja. Dann ja. Umschlagen? Wenn du es nur einmal schüttelst, ja, ausschlägt und dann aber nochmal vorne umschlägt, damit es so ein bisschen reinwirft. Oh ja, das gemacht. Das ist komplett gemacht. Das ist gemacht. Pedant. Aber ja. Ich versuch's jeden Tag. Manchmal, aber das mache ich nicht. Aber ich glaube, das würde gelten als ich bin ein Typ, der es macht. Ja. Ich möchte an dieser Stelle erstmal meinen guten Freund Dennis Heinemann grüßen, mit dem ich in einer WG gewohnt habe in Oldenburg. Ihr kennt ihn vielleicht, wenn ihr Tennis- oder Tischtennis-Fans seid, der kommentiert ab und zu auf Eurosport und so weiter. Mhm. Und kenn ich auch. Guter Mann. Ja, guter Mann. Und, sieht ein bisschen aus wie Jari. Der ist einer der saubersten Typen, die ich kenne. Und er hat immer in unserer WG-Zeit das Bett so gemacht, dass er die Decke da schön hingelegt hat und immer eine Ecke umgelegt hat sogar. Oh, dass er so reinschlüpfen kann, wie in so einen Umschlag. Und dann hat er sich immer noch so ein Handtuch genommen und hat daraus einen Schwan gefaltet. Das wäre übertrieben. Das wäre übertrieben. Aber cool, dass wenigstens aus einem aus dieser WG was geworden ist. Ja, das stimmt. Shit, Alter, hat dir mal das gegeben. Also, dann gilt es wahrscheinlich als ja. Ich würde jetzt mal sagen ja. Okay. Ich mach schon jeden Tag. Das ist ja, Marc. Das ist auf jeden Fall ja. Du kommst da nicht mehr raus. Okay. Ja. Okay, das heißt. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Bei wem fangen wir an? Boah. Bei dir. Schauen wir mal. Okay. Ich denke, Lars macht nicht jeden Tag sein Bett. Das kommt vielleicht auch mal vor, dass es morgens ein bisschen hektischer ist, dass er ein bisschen spät dran ist. Mhm. Und deswegen, völlig egal. Es ist halt nicht gemacht. Oh! War da die gut. Katze zu hören im Hintergrund? Können wir das nochmal hören? Ich hoffe, es war eine Katze. Ansonsten müssten wir jetzt die Polizei rufen. Ich denke, Lars macht nicht jeden Tag sein Bett. Das kommt vielleicht auch mal vor, dass es morgens ein bisschen hektischer ist, dass er ein bisschen spät dran ist. Und deswegen, völlig egal, es ist halt nicht gemacht. Ja. Dachte kurz, war es vielleicht dann hier irgendwo? Ja, weiß ich nicht. Ob das die Katze war, sage ich hier ganz ehrlich. Ich frage mich ja, was die Annika so über mein Bett denkt. Andreas ist schwierig. Also entweder er ist da total pedantisch und macht es jeden Morgen sehr gewissenhaft. Oder vielleicht scheißt er auch komplett drauf. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich mich auf... Er macht es nicht fest. Yes! Ey, aber das ist genauso, wie es gedacht rein. Aber genau das bin ich. Man weiß es nicht. Das ist Andreas, wie er lebt und lebt. Serienkiller. Man weiß es nicht. Next. Ja. Ich glaube, Marc ist generell ein sehr ordentlicher Mensch. Ja, Marc ist so leicht zu... Sehr aufgeräumter Mensch. Nervig, überhaupt nicht. Das ist so leicht einzuschätzen. Doch, bist du. Doch. Aber ich bin überhaupt kein ordentlicher Mensch. Das sagst du jedes Mal ohne Witz. Es und dann ist kommt, so. Ja, putzt du deine Zähne jeden Tag? Ja. Ja, ja, 4 von 10, 7 gilt doch als jeden Tag, oder nicht? Aber ich bin bitte 0,0 ordentlich. Spießer. 0,0. Ihr kennt meinen Schreibtisch aus der Redaktion und so weiter. Ich bin wirklich absolut ja, das machst du nur um so ein Image. Redaktion, aber können wir konstatieren, dass Jari wirklich von Schalter zu Schalter immer hotter wird. Und ich weiß nicht, ob ich es noch länger ertragen kann. Bumble explodiert an dieser Stelle. Zweite These, die lautet, nicht geschockt sein. Wer lässt sich einen elektrischen... Ach, das ist schon die, das ist schon die Sache? Kommt nicht noch eine dazwischen? Oh Gott, nee. Was ist es denn für ein Ding? Nee, wenn da jetzt ein Taser drunter ist, dann würde ich sagen... Kleinen Moment, mir rutscht hier kurz. Ja. Ich hasse das. Ich hasse das schon an der Tür. Ist Maxi nicht hier unser Schocker, oder? Was? Ja. Oh Gott. Wirklich? Also so, der kommt gleich. Mach mal hoch hier. Ich dachte, das ist so ein kleines Spiel, wo man so ranhalten muss oder sowas. Jetzt kommt da richtig der Taser, oder was? Okay, das hier ist eine Tasche. Ich mach sie mal ach, auf. Ach du Scheiße. Kann ich mir hier schon einen Schlag holen? Nee, wie denn? Ach, ein Sonnending wird das? Mit was so ist ein EKG hier, oder was? Alter! Vergiss. Yo. Okay, ist es sowas, wie man eine Geburt nachempfinden kann, oder was? Kind of, ja. Okay, also hier erstmal. Ladies and Gentlemen, komm doch rein. Maxi. Komm, zeig dich mal. Zeig dich hier. Ich hab's nicht. Hier runter. Geh auf die Knie runter. Sehr gut. Also, das ist Maxi, unser Volo. Ja. In der Redaktion Show Light Entertainment. Jetzt zeig uns mal, was Entertainment bedeutet. Oder erklär mal, was wir hier machen sollen. Also, ist das, Moment, wenn es ein Stuhl für Maxi. Ich hol dir einen natürlich. Sekunde, wenn es ein Strom ist, ist das dann wirklich Light Entertainment? Oh, shit. Ding. Leiten, ne? So, jetzt sagt Johanna, sie will einen Stuhl, wo soll denn der noch hin? Du als Redaktionsleiter wissen. Ja. Oh, shit. So, oder? Ja, ein Redaktionshalbleiter, oder? Hey. Oh. Hör nicht hin. Ja, nein, ich höre mir das gar nicht an. Also, Maxi.
Genau, ich bin hier, um euch das zu erklären quasi oder durchzuführen eventuell. Okay. Das hier wird auf irgendeine Körperstelle geklebt. Schwanz auch? Ich würde im... geht. Ich bin da nämlich lange nichts mehr drin und es wäre gut, meinte der Arzt, wenn man versucht, ein bisschen Impulse zu... Man kann das therapeutisch einsetzen, ja. Okay, okay. Ja. Also genau, Stelle egal. Empfehlung ist auf jeden Fall der Arm. So, zumindest da haben wir es getestet, sage ich jetzt mal. und genau, diese vier Dinger werden drauf gemacht und dann werde ich das vier hochziehen Dinger. Sozusagen. Zuerst bei dem einen ein bisschen, bei dem alle anderen. Vier? Ja, ja. Und okay. Dann werde ich da halt den Strom sozusagen hineintun. Und du bist ja nicht nur Volontär in der Redaktion, sondern auch Arzt und kannst genau. Sagen, ob ich das einen gefährlichen Abschluss. Das genau. Ist richtig. Ist es gefährlich? Ja. Hat das irgendwelche? Das ist nicht gefährlich. Okay. Nein. Genau, wir sehen nämlich, dass du da bist. Wir sehen keinerlei Rettungspersonal. Ja, die sind hinter diesem Vorhang. Ja. Okay. Genau, genau. Ja, also dann ist natürlich die Frage, einzeln von uns würden wir es machen oder nicht. Aber das ist ja wie kein, viel Volt das ist das ist kein Schlag mehr. Das, ja. Ist ja, das läuft da ja nee, dann das durch, ist eher ne? Smooth, ja. Es wird smooth hochgehen. Und ja. What the fuck? Aber dann kann ich es ist jetzt nicht, wie ein, ist nicht wie ein Taser. Das ist halt ja. Es ist nicht okay. Wie ein Taser, ich halte es dran und dann fetzt es wie so ein Zaun zum Beispiel oder sowas. Aber sondern das geht smooth hoch. Gibt es ja. Jetzt eine Mindestaushaltdauer oder so? Wenn es langsam losgeht, kann ich ja nach 2 Sekunden sagen, ja, danke, reicht, ich hab's gemacht. Nee, wir gehen schon auf eine gewisse Stufe hoch und dann wird schon eine Weile ein bisschen da drauf bleiben, ja. Bis okay. Halt der Krampf am Boden liegt. What the fuck? Ich dachte, nein, wir kriegen halt so ein Ding, was ja, man kurz dran so tippt. Stattdessen, nein, wir lassen euch eine halbe Stunde angekettet auf einem elektrischen Stuhl für einen Punkt. Stimmt überhaupt. Gut. Dann kommen wir jetzt natürlich zu den Leuten, die sagen, mache ich es oder mache ich nicht. Ich fange einfach mal an und sage, lieben gerne mache ich das. Selbstverständlich mache ich das. Sehr gerne sogar. Ach, wirklich, ja? Okay. Naja, also ich habe das. Ich habe, Leute, ich habe 25 Schulteroperationen hinter mir. Dann habe ich sowas hier beim Physiotherapeuten drauf gemacht. Dann zuckt es so ein bisschen. Easy peasy. Sogar gesund. Ich würde es auf die Bauchmuskeln machen, glaube ich, damit da so, das dann kriegt man noch ein Sixpack, habe ich mal gesagt. Ach, geht das so schnell auch? Ja, dann ja, muss man sich nur hinlegen, die Dinger drauf und fertig. Ja, ja. Stimmt, genau. Okay. Mega gut. Ja. Soll ich es dann jetzt auch gleich machen? Ja, wie läuft denn das? Machst du das jetzt einfach, ja? Ja, ich mach. Wieso, du fragst jetzt schon ja, mal nach. Nein, glaub, ich, so weil ich wusste nicht, ob so ist, dass ihr sozusagen dann einzeln sagt. Doch, ja, ja, du musst ja, uns erstmal an und sagen. Das will ich auch sagen. Nein, erst antworten höre ich jetzt nochmal aus der Rettung. Du, als hättest du die Regeln im Kopf. Wir machen es immer so, dass ich du erstmal die Scheiße Knopf frisst im Kopf. Und wir gucken. Ja, ich mach's auch. Ich glaube, die Annika, die kennt sich aus mit so elektrischen Sachen und die denkt, wahrscheinlich finde ich das erregend. Ja, die weiß auch, dass du das im Darkroom einmal am Samstag machst. Ja. Ja. Das Ding ist, ich könnte mir vorstellen, dass der Yari Nein sagt, weil er sagt, das macht der Marc nicht mit. Aber ich habe irgendwie. Und er hat ja auch recht, offensichtlich. Bei einem Schock wäre ich sofort raus gewesen. Aber jetzt habe ich irgendwie ein bisschen Bock. Ja, drauf. Geil. Das Hammer. Zu machen. Komm. Kann man es auch am Bein machen? Ja, wie du willst, ja. Okay. Du kannst es aber nicht mehr verlieren. Kannst du nicht mehr verlieren. Ey, können wir es nicht alle gleichzeitig machen und dann gehen wir hoch und der als letztes noch übrig bleibt? Ja, leider nicht, dann ist es zu soft. Kannst du mit Bogen machen, aber nicht so, wegen Widerstand. Das verteilt sich sozusagen wieder mit hier und das ist zu langweilig. Ja, ja, dann fangen wir doch mal bei Marc an. Also, oh, nee! Nee, wenn ich Bein mache, dann mach ihr erst Arm. Das ist ja eklig sonst. Stimmt. Pff, ist ein Schwein. Okay. Wieso, dein Bein ist doch bestimmt noch total gut rasiert, oder? Nicht mehr, nee, ist leider jetzt doch nachgewachsen. Krass. Oh, ja. Du machst dir das auf die Pulsadern? Bist du wahnsinnig? Ist das überhaupt verheilt bei dir schon? Ey, das Schlimmste, was ich, oder eines der schlimmsten, oder einer der schlimmsten Schmerzen, die ich bisher in meinem Leben hatte, war wirklich für die Schulteroperation hat man vorher so Kontrastmittel. In die. Ja. Machst du schon? Sag. Ah! 1000 Volt. Irgendwie in die Sehne rein, in den Nerv reinspritzen wollen. Und dann hast du halt vorher gucken müssen, ob du den Nerv auch wirklich berührst. Und deswegen hat man dann Strom in den Nerv der Schulter reingehauen, so reingeschossen. Und dadurch ist halt dein Arm bei dem Schock so hochgegangen. So, alter Schwede, das war so furchtbar. Okay, dann gucken wir, ob wir das simulieren können heute. Ja. Okay. Ah, das wäre ja auch doof, wenn ich Maxi gleich eine Ohrfeige gebe. Oh, Schiss, dass ich eine Luxation bekomme. So stark ist es nicht, oder? Zuckt man da so? Das gucken wir uns jetzt an. Nee, ich fahre das ja langsam hoch, ne? Also, aber für die Show wäre es auch geil, wenn Scheiße, ich. Wir hatten die Befürchtung, dass es irgendwie komische, verfassungswidrige Symbole hier zeigt dann oder sowas. Das machen wir natürlich nicht. So, für die Kamera. Bist du ja? Ich wollte das schon. Spinnst du? Wie hoch geht das denn? Stopp! Ja, stopp! Wait, was ist das denn? Warte. Der kriegt einen Konter. Hä? Es geht nicht aus. Es geht nicht aus. Es geht nicht aus.
Ja, alter Schwede, Alter! Richtig scheiße! Ernsthaft? Bei der Probe war das viel, viel höher. Vergiss es, Alter, das mache ich auf keinen Fall. Sorry, ich weiß nicht, wie es ausgeht, ja. Ich weiß nicht, wie es ausgeht, Alter! Ey, hier steht auf, ich gehe auf. Sorry, ja. Sorry, ich weiß. War echt so krass. Jo. Vergiss es. Hast du gekrampft? Ich switch um auf Nein. Ich war konzentriert aufs Ausmachen. Jo, die einzigen vier Worte, die ich von dir nicht hören würde, war, es geht nicht aus. Ja, ey, ohne Scheiß. Ja, okay. Naja. Oh Gott, ey, auf keinen Fall. Hey, ihr müsst jetzt. Ja, ihr habt nach gesagt, der Nummer oder was? Du bist gestorben, mir. Lars, war das jetzt so krass? Können wir jetzt den Sunny reinholen oder müssen wir? Oder? sorry auf jeden Fall. Das war natürlich alles bei der Probe ganz anders. Ja, oh Gott. Das wieder auf keinen Fall. Ich dachte, du verarschst mich. Und dann dachte ich, ich hab gedacht, du verarschst mich ohne Scheiß. Habt ihr es auch auf die Innenseite gemacht in der Probe? Ja, schon. Ja, ja, ja. Es war eigentlich genau so. Also das war Stufe 9. Johanna hatte 15 oder sowas. Was? Ja. Ja, die hat ja auch schon ein Kind auf die Welt. Ach, nee. Ja, das kommt doch drauf an, welche fucking Nerven du triffst oder nicht. Das kann man nicht nachsimulieren. Das geht doch überall rein. Das geht doch überall rein. Ich hab komplett, ich konnte meinen Arm nicht mehr bewegen. Sah der Arm so aus? Ja, seine Hand ist. Können wir das nochmal sehen? Guck mal, wie seine Hand aussieht. So. Ich dachte wirklich, ich kriege jetzt einen Fuck. Aber mach mal ruhig, sah easy aus. Der Typ hat so viel Strom gekriegt, dass er an West Coast zeigt. Das Ding, es war ja. Moment, ich guck jetzt mal, wie es ausgeht. Erst der macht Klo, aber dann was. Guck mal, wie es ausgeht, Maxi. Ja. Hä? Jetzt geht's aus, for real. Och ja. Okay. Sorry, also das Ding ist, ja. Um euch zu entwarnen, ach, ja, es genau. Ist jetzt nicht so schlimm. Es war nur so schlimm, weil mein Arm gekrampft hat und ich dann das ganz gerne ausgemacht haben hätte wollen. Und es dann nicht ging. Und dann dachte ich, okay, jetzt krampft dir mein Arm weiter, Alter. Gott, Alter. Aber findest du es wirklich richtig so schmerzhaft oder eher unangenehm? Richtig unangenehm. Unangenehm. Ja, ich hatte zum Schluss halt auch wirklich Angst, weil es nicht mehr ausging. Okay. Ja. Deswegen habe ich dir ja auch ausgerissen. Wir werden schätzungsweise noch ein Gespräch nach der Sendung führen, aber. Höchstwahrscheinlich. Ja, so. Ja, jetzt lache ich noch. Später gibt's. Ja. Naja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, das hat nichts mit Adern zu tun. Wir meinen das oben doch. Ja, okay. Okay. Bist du noch in der Probezeit, Maxi? Nee, das ist vorbei jetzt. Das ist meine zweite Woche gerade. Ich weiß nicht. Ja. Jetzt kriegt er es auf den Handrücken. Ja, natürlich. Na, der am Rücken. Wir lernen Evolution. Oh Gott, ich hab Angst. Ich hab auch richtig. Also es geht aus. Warum sag ich ja, Alter? Ja. Nein, fast wie Jan. Wieso, das kann, Strom leitet doch nicht. Okay, dann gehen wir hier. Oh, okay. Vibriert nur ein bisschen. Geht nicht hoch, hä? Ach, das haben wir ein Jammer. Wo haben wir das her, Alter? Hoppala, großer Widerstand. Wie der da drauf rumdrückt. Jo, das ist echt. Okay, ja, es kribbelt ein bisschen. Was, jo? Kribbelt ein bisschen. Wie viel Volt sind denn das jetzt? Oder gibt es eine Anzeige? Johanna, also eine Anzeige gibt's für dich, aber. Ja. Aber ohne Scheiß, habt ihr wirklich gegoogelt, inwiefern das gefährlich sein kann? Ja. Liegt bei Johanna, aber die Recherche, nicht bei mir. Okay. Ich kenne das Gerät auch eigentlich nicht. Das merkt man. Ist ein Medizin. Ja, was denn? Skalpell ist auch ein medizinisches Gerät. Na, dann Punkt. Ja. Okay, wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir bei 13. Ja, der hat auf dem Handrücken, ja. Armrücken. Ja, jetzt wird's halt schon so, dass ich sage, das brauche ich an der Stelle nicht. Okay, ich gehe mal kurz auf die Stelle. Aber krampft bei dir der Arm schon so weg? Nee. Zittert ein bisschen, weil da kein Muskel in dem Sinne ist, oder? Lächerlich. Ja. Und ihr wisst, ihr habt es alle auf dem Armrücken gemacht und naja. Alle? Ist halt eine. Okay, jetzt wird's halt schon unangenehm. Nee. Alter, wo sind wir denn jetzt? Jetzt sind wir bei 15. Yo! Und ja? Naja, fertig? Geht schon. Geil ist. Noch Bock? Oh, ist schon geil? Scheiße, jetzt geht's hier runter. Setz dich mal hin. Hol ihn hoch! Hol ihn hoch! Oh Gott, ich hilfe mich hier raus. Okay, nee, reicht. Ja. Reicht doch, oder? Ja, das, wird jetzt, das geht in ganz schwierige Gefilde. Das wird geschnitten auf 13 Sekunden, die Nummer. Ging wieder nicht aus? Ah. Nee, irgendwie geht's nicht aus ins andere. Oh Gott. Hä? Naja, egal. Boah, das brennt. So, am magst du jetzt an einer anderen Körperstelle noch? An der lustigen? Nee. Hast du denn überhaupt irgendwas gespürt, Andreas? Ja, schon. Hat schon ganz schön vibriert, aber es war jetzt nicht. Aber so du hast nicht Kontrolle verloren über deinen Körper? Nö. Okay. Das kann auch passieren, dass man plötzlich Pipi macht oder so, ne? Für die Show, come on. Das machen wir nächstes Mal. Wer pinkelt sich ein für einen Punkt? Das nicht. Warum sage ich ja, ich Vollidiot, obwohl der eh nein sagen wird? Richtig, ey, dumm. Ich hoffe halt, dass vor allem Annika sagt, nee, der auch macht das. Auch hier jetzt. Nicht. Auf keinen Fall mache ich gibt's das. Da nicht. Du bist doch gestorben. Ey, nur weil du so ein Mittelding. Mach doch zwei, genau, zwei so. Nee, ich mache hier so in der Mitte so. Nicht ganz auf dem Rücken und nicht ganz und das muss schon richtig kleben da. Ja, das klebt leider nicht mehr. Das ist schon
Komm ein auf die Stirn. Oh Gott. Bitte. Ich gucke mir ja wirklich selten nochmal Videos an, die wir so produziert haben. Aber das will ich schon nochmal sehen. Ja, das musst du allein aus gerichtstechnischen Gründen wahrscheinlich auch öfters. Wann das VOD kommt, ist noch nicht klar. In gekürzter Form vielleicht. So. Oh Gott, ich möchte es eigentlich gar nicht, ne? So, jetzt ist das hier irgendwie. Wahrscheinlich durch das Mikro und so ist alles noch super gefährlich. Aber echt, ich sag's. Fender zu brennen. Mit einem Knopf im Ohr. Stimmt, das hat alles durchgeleitet. Dieser Satz, das geht nicht aus. Das ist das Schlimmste, was man hören kann. Ich habe unendliche Schmerzen. Ja, jetzt. Das geht nicht. Okay, ja, das ist in erster Linie ein Highlight. Okay, wir sind jetzt bei 6. Ja. Merkst du schon was? Ja, ja, ist unangenehm irgendwie, ne? Ameisen. Ja. Jetzt gehen wir mal auf 10. Ja. Das macht doch aus Spaß mal Innenseite. Aus Spaß? Das sah überhaupt nicht nach Spaß aus. Jesus. Ja. Au, oh, yeah. Ja. Ja, ja. Ah, ja, ja. 14 beide, du warst bei 15 bei beiden. Ja, ja, doch. 15 geht doch. Ja, aber die Stufe war unangenehm, ne? Ja, genau, dieses Erhöhen ist erstmal, da muss man sich dran gewinnen. Schafft er jetzt 16? Ja. Schafft Marc 16? Mach mal. Ja. Ja, der Daumen ist schon schwerer zu bewegen. Ach du Scheiße. Wo sind wir? 17 beide. Ja, 17 beide. Jetzt kommen schwarze Stufen, irgendwelche fiktiven Stufen, keine Ahnung. 2000 Volt inzwischen. Ja. Aber irgendwie auch witzig gerade. Ja, ja, ja. Hör auf, die, ey. Au, ja, öffnet sich ein schwarzes Loch hier gleich. Ja. Marc, hör auf, du kannst morgen dein Bett nicht machen, wenn dein Arm. Ah, was ist das? Jetzt raus, okay. gezogen. Okay, ja. Scheiße. So stell ich mir immer VR vor. Gut. Okay, Maxi, ja, das ist dein Applaus. Ja, aber cool mit dir. Also, ich kann leider nicht so gut applaudieren mehr. Wirklich? Ja. Ernsthaft? Nee, ich habe keine bleibenden Chillen. Okay, gut. Vielen Dank, Maxi. Ich hoffe aber, dass wir dich in dem Format hier nie wieder sehen. Ja. Ja. Nee, aber wird trotzdem danke fürs uns fast umbringen. Ja, ja, gerne. Vielen, vielen Dank. War das dein erster Auftritt auch? Ja. Ja? Yes, ja. Hast du sehr gut gemacht. Einmal kurz schon war er hinter einem Eddie-Kopf. Hä? Scheiße. Der Mann weiß nicht, was er tut. In meinem Vertrag stand überhaupt gar nichts davon, dass ich mein Leben riskieren soll für dieses Scheiß. Ich hab deinen Vertrag nie gesehen. Ich dachte, es witzelt ein bisschen. Hat's auch nur. Hast du dich auch ein bisschen angestellt? Ja, das ging. Stufe 9. Ey, und das vor Maxi kannst du dich doch mal ein bisschen zusammenreißen, Herr Gott. Der macht sich doch jetzt Vorwürfe. Also, wir haben es alle drei gemacht, da hätten wir nun wirklich nicht mit gerechnet, aber haben unsere Kandidaten und Kandidatinnen denn damit gerechnet? Wir lösen auf. Lars? Ja, das war so nicht. Ich denke, Lars wird sich definitiv einen Stromschlag verpassen lassen. Ja, er wird einen, ja. Jemand, der wagemutig ist und zäh genug, um das auszuhalten. Wie aber die Hand so hing zwischendurch. Das war auch. Ja. Ja, das völlig verkrampft. Yo. Das war furchtbar. Aber jetzt muss ich sagen, meine Ohren sind offen. Jetzt. Ja. Mein erstes Buch als Jugendlicher war eine Geschichte der Hinrichtungsindustrie in den USA. Und es erinnerte mich an so eine völlig fehlgeleitete Exekution, wo unnötig Leid zugefügt wurde. Ja, und das hat richtig krass gemacht. Ja, die Massachusetts, die Nummer. Ja. Okay. Man macht es doch. Naja. Hör auf. Was denkt denn Annika? Genau. Andreas lässt sich schocken, um mal wieder sich selbst zu spüren. Ey, sie sagt es halt exakt richtig. Ja. Wirklich stark, Annika. Und hast du dich mal wieder selbst gespürt? Ja. Okay. Ja, komm, er sagt nein. Warum? Marc, was ist los? Ja. Marc hat sich die Waden rasiert, also wird er sich auch einen Stromschlag geben lassen. Oh nein! Der macht auch noch den Punkt! Das V in Marc Oliver steht für Volt, also er ist auch dabei. Ach, guter Titel. Ja, ja, ey, was soll man sagen? Das macht Marc doch nicht einen Stromschock. Nee. Habe ich ja eben gemacht. Aber denkt man doch nicht. Gewollt und nicht gekonnt. Also gut. Das waren sie also, unsere Punkte. Können wir nicht über 3? Ja, ja, kommt alles noch. Guck ganz kurz auf die Punkte, steht, oh shit, 6-5-8. Ja, okay. Ja, Vizemeisterschaft ist doch noch quasi drin mit. Aber okay, du hast auch was dafür getan. No front, du hast dich gerade schocken lassen. Ihr habt gerade. Es war nicht so ein passives Rauswieseln von Marc Lehmann heute. Ja, das stimmt. Hat was gemacht. Stimmt. Aber schade, dass du es gemacht hast, weil dann hätte man jetzt natürlich, wäre es nochmal ein bisschen spannender geworden. So, die dritte These. Habt ihr feste Rituale im
Showalltag. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Also muss nicht Show sein oder was? Was verstehe ich daraus? Verstehe ich nicht. Das müsstest du nochmal. Frage ist für uns nicht genau. Antworten Johann. Heute. Sorry. Ja, da. Und damit noch mal. Tschüss. Ob ihr so an Rituale glaubt, ob ihr vor der Show was Bestimmtes macht oder ob ihr zu Hause im Alter etwas mit dem linken Fuß. So. Onanieren vor jeder Live-Sendung. Ich lasse mich meist schocken. Jeden Morgen, weil ich mir dann so Dinger. Okay, soll ich einfach nochmal anfangen, sonst gibt es alles gar keinen Sinn mehr. Rituale. Was heißt, also wir rappen ziemlich oft vor Dres Lose Yourself, stimmt. Aber ja. Das ist kein Ritual. Im Gegenteil, das ist wirklich alles andere als gottesfürchtig, was wir dort machen. Das ist Blasphemie. Aber für mich ist das Leben ein stetiges Geben und Nehmen im Leben vertreten. Das machen wir schon relativ häufig. Mhm. Aber also ich bin ja ein Fan von Ritualen im Sinne von an Weihnachten macht man XY, an Ostern irgendwie, keine Ahnung, freitags isst man Fisch oder so. Da bin ich schon ein Fan von. Mhm. Aber die Frage verstehe ich eher so im Sinne von wirklich morgens ein Ritual oder irgendwie vor einer Show ein Wenn Ritual. Ich das und das mache, wird der Tag gut. Ja. So, in dem und Sinne. Ich habe eher jetzt von Bräuchen gesprochen. Also würdet ihr das als Ritual bezeichnen? Nee, ich glaube, gemeint ist schon so, wenn ich das Studio nicht mit dem rechten Fuß betrete, wird Sinn und Kacke. Nee, so Aberglaube. So ein Fußballer-Ding. Ja, dann ist bei mir ganz klar nein. Nein, habe ich auch nicht. Feste Rituale gibt es bei mir nicht. Bei mir ist jeder Tag eine Überraschungskiste. Hm? Nee, ich glaube ich auch nicht. Ist Bettmachen dein Ritual? Eigentlich schon. Nee. Nee. Nee, ich glaube, ich habe auch keins. Leider nicht. Mega langweilig, ne? Okay, dann lieber Daniel, hast du mich richtig oder falsch eingeschätzt? Ich denke, dass Lars ein Ritual hat. Und zwar schätze ich ihn als fressneidischen Menschen ein. Deswegen glaube ich, dass er jedes Bier, bevor er es trinkt, einmal mit dem Finger ploppt. Ploppen lässt, um seine Besitzansprüche deutlich zu machen. Ach, dafür ist das. Bevor er das dann wieder auf den Tisch abstellt und jemand anders greift sich das. Man ploppt ein Bier? Macht man das so? Es gibt wirklich viele Leute, die das total instinktiv immer machen, Ist auch wirklich schon so drin bei den Leuten, weil du ja vorher deinen Finger offensichtlich im Arsch hattest. Das wiederum ist ja dein Ritual. Also, falsch eingeschätzt, das erste Mal. Leider kein Punkt für mich. Aber jetzt kann Andreas gleich ziehen. Ich könnte gleich ziehen, wenn Annika mich richtig einschätzt. Da Andreas ja auch sehr viel Organisatorisches macht, glaube ich schon, dass er feste Rituale hat. Wahrscheinlich dann auch so vor den großen Shows oder vor den Live-Shows. Also ich glaube doch, Andreas hat feste Rituale vor den Shows. Nee, wir sind eher so, bis das Kameralicht nicht leuchtet, beschäftigen wir uns gar nicht mit den Inhalten, muss man sagen. Ne? Wenn es dann leuchtet, dann läuft dann es auch gar nicht. Leider kein Punkt für dich. Nee, schade. Das heißt, eigentlich wissen wir schon, wer der große Sieger ist. Er kann jetzt noch einen Ehrentreffer erzielen. Lösen wir auf. Bei Marc glaube ich auch, dass er ein festes Ritual hat. Er könnte zum Beispiel gut morgens beim Frühstück ausgehend Zeitung lesen. Ja. Egal ob jetzt die gedruckte Zeitung oder digital. Mhm. Ja, das ist natürlich eine Fehlannahme von Printjournalisten, dass man wirklich glaubt, jemand liest noch eine Zeitung. Tatsächlich hatte ich lange Zeit, auch bis in die Hamburger Zeit, wochenends eine Zeitung, die mir zugeschickt wurde. Eine richtige. Klasse. Sag mal, welche? Aus der Heimat. Raus damit. Bitte am Sonntag. Achso, nee, aus der Heimat, dann wissen wir alle, wo du herkommst. Nee. Also. Dann heißt es, wir haben einen folgenden Punktestand. Und das ist auch der finale Punktestand auf Platz 3. Landet wie so oft Andreas Links mit 5 Punkten. Weiter. Auf Platz 2 geschunden und beinahe verbrannt. Lars mit 6 Punkten. Und auf Platz 1, ich traue es mich fast nicht zu sagen, denn es wird langsam langweilig, aber tatsächlich ist der heutige Sieger von Deep Profiler mal wieder Marc. Das ist deine Musik. Vielen lieben Dank an euch da draußen. Wenn ihr auch mal mitmachen wollt, dann schreibt uns gerne an community@rocketbeans.tv im Betreff Deep Profiler, denn wir haben so viele Nachrichten und wir müssen das ein bisschen ordnen, deswegen Deep Profiler. Hat euch Spaß gemacht. Ja, und muss man auch mal sagen, es ist eigentlich eine Sendung, die auf Nonsens basiert, aber Marc schafft es, eine gewisse Ernsthaftigkeit und eine Routine in so einen Nonsens reinzubringen. Deswegen, das war heute auch wieder. War einfach souverän, Kombination mit Sportjournalismus war on point.
Deswegen überhaupt gar kein Neid von meiner Seite. Nee. Stark. Fand also wirklich seine Morse-Nummer war natürlich die Glanzstunde überhaupt, als er die Morse-Nummer rausgefunden hat heute. Ja. Was ist deine Einschätzung zu deinem heutigen Sieg? Ich bin zufrieden, klar. Es geht grundsätzlich immer besser, aber grundsätzlich glaube ich, mit der Leistung kann man durchaus zufrieden sein. Den einen oder anderen Treffer gelandet, aber jetzt gilt es dran zu bleiben. Wir denken da von Sendung zu Sendung und greifen dann demnächst wieder an. Lars, du aber auch heute mit fucking Arnika? Ist das Arnika, das war wirklich. Das haben wir heute gehabt in der Sendung. Das war schon der stärkste Arnika, Moment der Sendung. Ja, war ein guter Moment, ne, aber hat nicht gereicht. Denn das ist das Spannende an Profiler. Auch mit guten Momenten kann man ganz hinten landen oder auf Platz 2. Aber Leute, an der Stelle, Arnika, bitte nochmal der Hinweis an die ZuschauerInnen da draußen. Bitte nicht Homöopathie mit Naturheilkunde verwechseln. Ne? Ganz verstehe ich nicht genau, in welche Richtung das jetzt geht. Aber lieber Marc, Oliver Lehmann, lieber Andreas, vielen Dank, dass ihr beide wieder bei Die Profiler wart. Wenn ihr da draußen wollt, dass wir das nochmal machen, Die Profiler, dann lasst ein Like da. Wir schauen nämlich immer, wie viele Likes hat das. Aha, über 2000, dann machen wir es nochmal. Und ansonsten machen wir es nie wieder. Wenn ihr sagt, Rocket Beans, die möchte ich supporten, dann schaut doch mal beim Rocket Beans Supporters Club vorbei. Dann freuen wir uns darüber. Und jetzt würde ich sagen, alle Live-Zuschauer dranbleiben, denn wir werden uns jetzt verstecken bei Wo sind denn alle? Bis zum nächsten Mal bei Die Profiler. Tschüss. 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 Tja. Tag. Oh, nicht schlecht, oder? Nicht? Gut, ich bin mal dran. Ja, wir müssen ja noch sitzen, weil der Abspann ja dann. Genau, wir müssen noch. Komm mal rein hier für den Abspann. Ja. Für den Abspann. Den Abspann, da ich hab mir wirklich. Mann. Danke, danke. Mein Lieber, schön, dich zu sehen. Danke. Alle, oder? War nicht schlecht, ne? Ja. Alles klar. Ich hab mir leider wirklich.